Spiel miteinander. Und idealerweise gewinne ich das Spiel total krass. Idealerweise auch mit ganz schnellen Überlegungen und so weiter. Jetzt bin ich nicht so perfekt vorbereitet, deswegen verliere ich das Spiel vielleicht sogar, ja? Aber wir kriegen das nicht. Also das Spiel heißt ist Rim. Und Rim wird gespielt auf einem Spielbrett, was am Anfang aus irgendwie einer willkürlichen Anzahl von Punkten besteht, irgendwie so. Und jetzt gibt es zwei Spieler. Der eine bin ich, der andere seid ihr, kollektiv. Und ich mache jetzt nur mal ein paar der ersten Züge vor. Und was man jetzt machen darf, ist, man darf geschlossene Kreise zeichnen oder geschlossene Wege, müssen keine perfekten Kreise sein. Die einzige Bedingung ist, ein Punkt muss immer mindestens erfasst werden und dadurch aus dem Spiel entfernt werden. Also zum Beispiel könnte ich sowas machen. Hier dieser rote Punkt ist jetzt übermalt, ne, ist nicht mehr da. Und jetzt mache ich so. Das wäre ein valider Zug. Und jetzt seid ihr dran, ihr zieht auch wieder irgendwas. Vielleicht sagt ihr, na gut, ich mache das oder so. Jetzt bin ich wieder dran und so weiter und so fort. Und es verliert derjenige, der keinen Zug mehr tätigen kann. Ja? Also ich wäre jetzt noch einmal dran, ich würde vielleicht das machen. So, jetzt macht ihr das. Das ist ein valider Zug. Mindestens ein Punkt wurde erwischt. Jetzt mache ich das nochmal. Jetzt macht ihr das. Und jetzt mache ich das hier. Und jetzt hätte ich gewonnen, weil ihr könnt keinen Zug mehr tätigen. Das ist die Idee bei Rim. Okay? Gut. Also wir spielen jetzt einfach mal. Und also idealerweise zocke ich euch völlig ab. Und dann können wir eben im Laufe des Vortrags verstehen, wie Haskell einem helfen kann, um auf die optimale Gewinnstrategie zu kommen. So, ich fange an. Aha, warum? vorgeblich, damit ich euch nochmal zeige, wie der erste Zug funktioniert. Hast du jetzt einen Kreisen malen, der alle Punkte einschließt und damit hast du gewonnen? das ist richtig, das könnte ich machen. Aber das mache ich nicht, weil das langweilig wäre. Meinetwegen könnt auch ihr anfangen. Fangt ihr euch an. Wir machen einen Kreis, der alle Punkte. Ja. Alles klar, okay. Ich bin auf den Gang, oder? Okay, dann fangt ihr nochmal an. Wir machen einen Kreis, der alle bis auf zwei Punkte einschließt und einer außen und einer innen ist. Aha, okay, ich versuche das irgendwie mal abzufahren. Also so. Einer soll innen sein, einer soll außen sein, oder? Ja, hab ich doch. Ja, ja, okay, ich hab's noch nicht so. Jetzt wird der außen, der wird innen. So meinst du, oder? Genau, so zum Beispiel. Okay, alles klar. In der Tat, da werde ich glaube ich nicht mehr viel machen können, gell? Okay, gut. Ich finde das traurige Spiel zu Ende. So mache ich und es ist klar, was ihr macht. Ihr habt eins zur Verfügung. Okay, ihr habt gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Ja. So. Jetzt fange ich an. Hey, du hast deinen Punkt zu viel weggemacht. Ja, das ist in Ordnung, das kommt mir gerade recht, weil ich kann so schlecht. Nee, ich will nicht dazu. Also ich fange an und ich mache einen hoffentlich interessanteren Zug. Und zwar mache ich diesen Zug hier. Jetzt seid ihr dran? Darf man übertätigen? Nein, genau, die Linien dürfen sich verspatzen. Können alle vier innen drin? Alle vier. Nein, wir haben da nur drei. Einen außen, der nur durch drei geht. Einen außen, der nur durch drei geht. Ja. Okay, soll ich mal? Ja. Okay. So, einen außen, der nur durch drei geht. Der auch, ja. So. Okay. Jetzt muss ich ganz kurz rechnen. Ich erlaube mir Hilfsrechnung, ja? Okay. ich brauche hier die 100 und ich brauche die 1. Es gibt insgesamt 101 und jetzt muss ich 100 mit 101 rechnen. Vielleicht kannst du schon erraten, was das wird, ja? Das gibt eine 001 und ich muss zum Vergleich auch 001 mit 101 machen. Das gibt 100 und dann wähle ich diesen Zug hier. Also mache ich das. Jetzt habe ich gewonnen und nie verloren. Ja? Alles klar. So, also idealerweise, ne, hätte ich jetzt nicht nachgeschlagen, sondern ich hätte das gleich gewusst, dann hätte ich das ganz beeindruckend, ganz toll gemacht. Für dieses Spiel, da ist halt die Gewinntheorie einfach vollständig verstanden. Und sie ist auch so einfach, dass man mit ein bisschen Training die im Kopf durchführen kann und dann kann man da quasi immer gewinnen. Und das wird jetzt eben im Laufe des Vortrags stehen und es ist wirklich eine witzige Sache. Was man dabei braucht, sind Verallgemeinerungen von den reellen Zahlen. Die reellen Zahlen sind die Zahlen, die man normalerweise erkennt. Man braucht sogenannte surreelle Zahlen, die wunderschön sind. Das werdet ihr gleich sehen. Okay.
So, aber wir illustrieren das an einem anderen Spiel, nämlich nicht Rim. Wir kommen zum Schluss zurück, sorry. Wir machen das mit Hackenbusch. Kennt ihr mal das Spiel Hackenbusch? Ganz klar. So, ich will ein weißes Ding haben. Ja. Nee, die will ich nicht. Ich habe mühsam die beiden schön farblos. Okay. So, wir spielen Hackenbusch. Hackenbusch, das ist ein Beispielspiel für Hackenbusch. Also es wird nicht auf einem Damenfeld gespielt, nicht auf einem Schachfeld oder sowas. Man hat keine Spielkarten, sondern man hat eine Basislinie, das ist der sogenannte Grund. Und am Anfang ist vorgegeben ein gewisser Graph. Ein Graph bestehend aus lila Kanten und roten Kanten. Der kann aussehen, wie er möchte. Es gibt auch wirklich so Hefte für Kinder, wo quasi einfach 200 Figuren dieser Art drin sind. Die hat jetzt Carina gemalt, von denen man eben als Ausgangspunkt nehmen kann, um damit jetzt Hackenbusch zu spielen. Hackenbusch gibt zwei Spieler, einen linken und einen rechten. Der linke hat lila und der rechte hat rot. Okay. Und ein erlaubter Spielzug ist folgendes. Der lilane Spieler, der linke Spieler, darf eine lila Kante nach ihm abhacken, zum Beispiel die da. Und der rote Spieler darf, wenn er dran ist, eine rote Kante abhacken. Und alle Kanten und alle Punkte, die danach nicht mehr mit dem Grund verbunden sind, werden auch gelöscht. Ja? Also wenn ich irgendwie diese Kante weghacken würde, dann würde sich noch nichts ändern, weil diese Kanten sind immer noch anderweitig verbunden. Aber wenn jetzt der andere Spieler auch noch diese Kante abhackt, dann sind die beiden weg und alles hier oben fällt weg. Ne? Weil die haben dann keine Verbindung mehr zum Grund. Und die Gewinnbedingung ist genauso wie bei Rim auch, es verliert derjenige Spieler, der keinen Zug mehr tätigen kann. Okay? Und die Frage ist dann immer, wir geben so eine Spielsituation, wer hat eine Gewinnstrategie? Die Gewinnstrategie bedeutet, also wenn ich behaupte, der linke Spieler hat eine Gewinnstrategie, dann behaupte ich, wenn der linke Spieler sich konzentriert, dann kann er immer einen Sieg erzwingen, egal was der andere Spieler macht. Ja? Das heißt nicht, dass er immer einen Sieg erringt, wenn er auch einfach Prinz spielt. Das heißt nur, wenn er sich konzentriert und immer clever wählt, dann kann er einen Sieg erzwingen. Okay. Und da fangen wir jetzt einfach mal an, ein Gefühl für das Spiel zu entwickeln. Und zwar die einfachste Spielsituation, die sein kann, ist die. Ich brauche jetzt noch eine dritte Farbe, das habe ich noch nicht. Okay, die A. Der Grund, das wird der untere Bildteil vom Bildschirm. Okay, das ist der Grund hier. So, male ich nicht hin, ja, weil das ist schon gemalt. So, die einfachste Situation könnte sein, dass das Spielfeld aus nichts weiter besteht. Ende der Skizze des Spielfelds. Ich fange nicht an. Genau. So, welcher Spieler gewinnt dann? Der als zweites dran käme, ne? Okay? Gut. Weil der als erstes dran kommt, der verliert instantan. Dieser Spielsituation, die wir jetzt sehen, ja? Dieser Spielsituation gebe ich den Wert 0. Neues Bild. Weiter rechts. Hier ist der Grund. Und diesmal ist eine Kante eingezeichnet, eine lila Kante für den linken Spieler. Wer hat hier eine Gewinnstrategie? Genau, egal ob der linke oder der rechte Spieler anfängt, der linke Spieler hat immer eine Gewinnstrategie. Sollte er anfangen, dann hackt er halt diese blaue Kante, diese lila Kanten ab und dann ist der andere Spieler dran und er verliert, weil er nichts machen kann. Wenn der rechte Spieler anfangen sollte, dann verliert er sofort, weil er nichts machen kann. Dieser Spielsituation gebe ich den Wert 1. Könnt ihr euch denken, was minus 1 ist? Ein roter Strich. Genau. Minus 1 als Wert, das wäre diese Situation. Das ist jetzt ein roter Strich, da ist die Situation genau andersrum. Der rechte Spieler besitzt eine Gewinnstrategie. Er kann immer einen Sieg erzwingen, wenn er das möchte. Okay. Und jetzt kann man sich fragen, warum ich das minus 1 genannt habe. Und das ist der erste Punkt, was irgendwie interessant wird. Jetzt betrachten wir nämlich folgende Spielsituation. Eine blaue Kante ist vorgegeben und eine rote Kante ist vorgegeben. Blau und rot oder lila und rot immer die gleiche Anzahl an Kanten? Nee, muss überhaupt nicht sein. Muss überhaupt nicht sein. Und ob das Spiel quasi balanced ist, hängt auch gar nicht davon ab. Okay. Ja. Wer besitzt hier eine Gewinnstrategie? Der Erste. Der Erste, der anfängt? Ich würde sagen, der Zweite, der anfängt. Also der nicht anfängt. Ja, okay. Null? Ja. Gehen wir es ganz kurz durch. Ja? Sagen wir mal, der linke Spieler fängt an. Unsere Behauptung ist, es gewinnt dann immer der andere Spieler. Wenn der linke Spieler anfängt, dann hackt er die lila Kante weg.
Jetzt ist der andere Spieler dran, der kann noch die rote Kante abhacken. Und jetzt ist der linke Spieler wieder dran, aber er kann nichts machen, weil die weg ist. Okay, diese Situation verdeutlichen wir wieder durch eine Null. Null bedeutet immer, der zweite Spieler gewinnt. Der zweite Spieler besitzt eine Gewinnstrategie. Okay, und die Null ist halt auch gleichzeitig 1 plus minus 1, ne? 1 plus minus 1 ist 0. Okay, und das ist kein Zufall, sondern das sind die ersten Schritte einer viel, viel tiefer gehenden Theorie. Ja? Lasst uns das auf die Probe stellen. Lasst uns mal folgende Spielsituation anschauen. Eine blaue Kante und dann dran gemacht eine rote Kante. Wer besitzt hier eine Gewinnstrategie? Blau gewinnt immer, genau. Der linke Spieler, der blaue Spieler, der lila Spieler, der gewinnt immer. Denn sollte er anfangen, kann er die blaue Kante abhacken. Dann käme nochmal der andere, danach ist alles weg. Ne? Das heißt, wenn der rechte Spieler dran kommt, dann hat er verloren, weil es gibt nichts mehr. Sollte umgekehrt der rechte Spieler beginnen, dann kann er halt hier oben seine Kante abhacken. Aber jetzt kommt der linke Spieler dran, der kann noch das abhacken. Dann ist der rechte Spieler dran und dann verliert er auch wieder. Okay, das heißt, wir sollten jetzt dieser Situation irgendeinen positiven Wert geben. Ich schreibe hier mal hin, größer 0. Aber lasst uns doch raus, größer 0 deswegen, weil, wie bei den anderen größer 0 Beispielen hier, der linke Spieler gewinnt. Ja. Aber lasst uns herausfinden, welcher Zahlenwert das genau sein soll. Ich müsste es in blauen schreiben, ja. So. Okay, und um herauszufinden, welchen Wert wir das da geben sollten, zeichnen wir mal noch folgende Sache. Denkt euch hier wieder eine neue Grundlinie. Ja? Okay. Einmal diese Sache. Direkt daneben nochmal diese Sache. Und jetzt nochmal rot das. Das ist die Spielsituation. Ganz unten ist der Grund. Ja? Okay. Wer besitzt hier nicht mitstreckt? Schwieriger, muss man ein bisschen durchgehen. Muss doch eigentlich rot sein, weil der dann immer den letzten. Ja, würde ich aber nicht sagen. Stell dir vor, rot fängt an und rot löscht zuerst diese Kante, dann löscht blau diese Kante. Blödes Beispiel. So, dann ist rot noch einmal dran. Löscht, muss diese Kante löschen. Blau ist auch noch einmal dran, kann die Kante löschen. Rot ist wieder am Zug, kann nichts mehr machen, verliert. Also damit besitzt auf jeden Fall Rot nicht eine Gewinnstrategie. Besitzt Blau eine Gewinnstrategie? Ja, kann ja bis auf Vertauschen über den Zug machen, der gewonnen hat. Genau, aber was ist, wenn jetzt Blau anfängt, ja? Achso, ja. Dann, ich glaube, dann verliert er wieder. Also blau muss eine der beiden Kanten abhaken, seine die linke. Jetzt ist der rechte Spieler dran. Der rechte Spieler wird diese obere Kante abhaken. Jetzt ist wieder der blaue Spieler dran. Der muss diese Kante abhaken. Aber der rechte Spieler hat noch seine Backup-Kante dort. Kann die auch abhaken. Und jetzt ist der linke Spieler dran. Das Spielfeld ist aber leer, das heißt, der linke Spieler verliert. Wie bitte? Angeblich, genau, aber scheinbar noch nicht. Ja genau, es hängt hier wieder davon ab, wer anfängt. Also und es ist so, wie bitte? Also Wert 0. Das wir Wert 0 haben, genau. Der zweite Spieler, nicht der, der anfängt, sondern der als zweites kommt, der besitzt die immer eine Gewinnstrategie. Und das haben wir auch gerade gesehen, weil wir haben beide Fälle durchgespielt, egal ob links oder rechts anfängt. Gewonnen hat dann immer der andere Spieler. Okay? So. Also quasi positiv ist, wenn links immer genau. gewinnt. Genau. Negativ ist, wenn rechts gewinnt. Und null ist, wenn der als zweites beginnende Spieler gewinnt. Und was ist dann, wenn der erste immer gewinnt? Haha. Interessante Frage, kommen wir gleich zu. Hat jemand eine Idee, was der Wert von dieser Spielsituation ist? Eine blaue und eine rote Kante. Wenn wir den Wert mal x nennen. Ja, genau. Also schreibe ich mal hin. Dieser Wert hier ist x rechts, ja? X, genau.
Man muss, merke ich das generell in der Mathematik, man muss dem Unbekannten nur sich trauen, einen Namen zu geben, so wird alles radikal einfacher. Ja. Also das ist x jetzt, ja? Mal schauen, was x wird. Weiter, denn? Oberrechtsrepräsentation, ja? X plus x. Ja? Minus 1. Ja? Und davon wissen wir, das ist 0. Ja? Jetzt müssen wir nach x auflisten und da kriegen wir raus, x ist 1,5. Alles klar, x ist 1,5. Genau, also dieses x hier, diese Spielsituation, ist 1,5. Wir können das so deuten. Hier hatte der blaue Spieler einen Vorsprung von 1 gegenüber dem roten. Hier hatte er einen Vorsprung von minus 1. Das heißt nicht wirklich einen Vorsprung, sondern einen Nachteil. Ja? So, hier hat er auch einen Vorsprung, aber er ist nicht so groß. Wir können in einem gewissen Sinne sagen, dass der Vorsprung 1,5 beträgt. Und wie haben wir das jetzt verifiziert? Wir haben das da gemacht. Das war der Vorsprung 1,5, das war nochmal der Vorsprung 1,5, das war aber Vorsprung minus 1. Und in der Tat, insgesamt war das ein Spiel, was sich genauso verhielt wie das Nullspiel. Wert 0. Okay? So kriegt man 1,5. Das Tolle bei dieser Theorie ist folgendes. Man gibt hier allen Spielsituationen irgendeinen Wert. Wie wir es jetzt gerade unten gesehen haben, 1, minus 1, 0, 1,5. Ist das arbiträr? Oder ist das... Nein, das ist sehr gut gewählt, weil es gibt genau eine Möglichkeit, das hier hinzumachen. Und das Tolle ist jetzt folgendes, wenn man eine kompliziertere Spielsituation hat, die sich aus mehreren unabhängigen Teilen zusammensetzt, so wie hier da oben, dann ist der Gesamtwert von dieser Spielfigur einfach die Summe der Einzelwerte. 1,5 plus 1,5 minus 1 gleich 0. Und man kann als allgemeine Regel festhalten, ich schreibe das hier irgendwie nochmal hin, wenn der Wert größer 0 ist, dann gewinnt der linke Spieler. Links gewinnt, ja? Links gewinnt. Ich will nicht so viel schreiben. Kann man sich so merken? Irgendwie positiv links gewinnt. Okay. So. Ja. Genau. Und wenn es leider 0 ist, dann gewinnt der rechte Spieler. Rechter Spieler gewinnt. Mit gewinnt meine ich, er besitzt eine Gewinnstrategie. Wenn er sich konzentriert, dann gewinnt. Wenn wir gleich 0 haben, ich will nicht die Farbe wechseln, wenn wir gleich 0 haben, dann gewinnt der zweite Spieler. Der als zweites dran ist. Okay, jetzt war schon die Frage, gibt ja wohl noch eine Möglichkeit eigentlich. Und das nennt sich so. In dieser Situation gewinnt der erste Spieler. Der als erstes dran ist. Das spricht sich aus positiv, negativ, gleich 0 und das heißt fuzzy zu 0. Und wenn man jetzt an die reellen Zahlen denkt, da weiß man, da gibt es sowas nicht. Jede reelle Zahl ist entweder positiv oder 0 oder negativ, aber sie kann nicht fuzzy zu 0 sein. Ne? Gab es in der Schule nicht. Aber bei den surrealen Zahlen, die wir jetzt verwendet haben, da gibt es eben schon dieses fuzzy. Und das drückt aus, dass der erste Spieler gewinnt. Okay? Hoppert. Ich habe mir gerade vorher überlegt, wenn man jetzt mehr als zwei Spieler hat, ja. Wahrscheinlich kann man es dann wieder auf den Basisfall zurückführen, aber dass man den Zahlenstrahl quasi mit weiteren Dimensionen... Ja, ist eine wirklich coole Idee. Ich bin leider überhaupt kein Experte, was kombinatorische Spieltheorie angeht. Aber dadurch hast du das Fuzzy, hast du ja schon das bisschen aufgehoben, dass alles durch die Null dann im Endeffekt geht. Ja, das ist richtig, genau. Also die Sache ist erstmal, diese Theorie, die ich hier vorstelle, funktioniert nur für Zwei-Personen-Spiele. Mhm. Ohne Zufallselemente. Und ohne verborgene Informationen. Bestimmt kann man das irgendwie cool verallgemeinern, aber ich habe absolut keine Ahnung darüber. Und die ganzen Standardwerke dazu betrachten auch wirklich einen Zwei-Personen-Fall, weil der schon wahnsinnig spannend ist. Ist das quasi jetzt eine Relation zu 0 oder ist quasi 0 eine neue 0? Genau, das ist eine Relation. Also ich könnte hier zum Beispiel schreiben x quasi 0 und je nachdem, was x ist, stimmt es dann oder stimmt es nicht. Die 0 ist immer noch dieselbe 0. Ja. Ja. Also Moment, 0 heißt, dass immer der zweite Spieler gewinnt. Ja, wenn er sich konzentriert. Gleich 0. Ja, aber zum Beispiel jetzt hier. Gleich, genau. Also, gleich. Also in dem Fall da oben links, ja. Gewinnt immer der Rote, wenn er sich konzentriert. Nee. Weil ich kann ja. Oder muss ich unten immer unten abhacken? Nein, du kannst abhacken, wo du weißt. Ja, wenn Rot anfängt, ja. Rot ja oben links abhacken. Ja, kann er machen, okay. Dann müsste Blau einen der beiden abhacken. Ja, den oder den? Genau. Und wenn Blau den rechten abhacken. Stimmt, ja. Da, den Farbe ich nicht. Ja. Ja, stimmt.
Das heißt aber, wir brauchen jetzt irgendwas, was Fuzzy zu Null sein kann, also irgendwas, was nicht positiv oder negativ ist. Genau. Was wäre das? Wie würdest du das dann? Ich würde das am einfachsten so machen. Ich würde eine Variante von dem Spiel noch vorstellen, nämlich eine, wo es auch schwarze Kanten gibt, die beide Spieler abhacken dürfen, wenn sie wollen. Ja? Also in dem Spiel kann tatsächlich immer nur der zweite oder. Genau. Aber mit der Variante, wenn ich sage, okay, es gibt auch schwarze Kanten, die von beiden Spielern abgehakt werden können, dann gibt es natürlich sofort die Möglichkeit, dass der erste Spieler gewinnt. Nämlich, wenn die Spielsituation so aussieht, dass es eine schwarze Karte gibt, fängt der erste Spieler an, packt die weg, jetzt der zweite dran. Und wie würde man diese Situation dann bezeichnen? Als Stern. Okay. Stern. Stern ist eine neue Zahl. Die einzige richtige Bezeichnung. Genau. Die es auf dem reellen Zahlenstrahl nicht gibt. Ja? Und die ist aber quasi zu Null und das würde das genau kodieren. Und kann man mit der dann auch rechnen? Ja, genau. Du kannst 2 plus Stern machen, 2 plus Stern minus 1/2 Wurzel aus 2 plus Stern minus 1/2, das kannst du alles rechnen. Das wollen wir jetzt auch sehen. Ja, genau, mit Stern habe ich leider nichts vorbereitet, aber ich zeige dir das ähnlich. Okay. So, wir machen Folgendes. So, eine Kante. So, und jetzt nochmal eine Kante. Ich zeichne das absichtlich so ein bisschen schräg, dass man sieht, dass das 2 Kanten hier sind, ja? Ich mache jetzt einen. Du bist sehr weit am Rand. Alles klar. So, ja? Okay. Also, das ist nur Deko, ja? Also eine blaue Kante, eine rote Kante, noch eine rote Kante. Der Wert von dieser Spielsituation, vielleicht verrate ich es euch, einfach ein bisschen abzukürzen, ist 1/4. Okay? Und wir könnten das jetzt überprüfen, wäre super trivial, aber würde halt nochmal 2 Minuten dauern. Wenn wir Folgendes machen, wir nehmen diese Situation, wir nehmen nochmal diese Situation, das müsste ja dann 1/2 sein. Dann machen wir das, was wir eben schon als 1/2 erkannt haben, hier mit vertauschten Farben hin und würden dann insgesamt nachrechnen, dass das Äquivalent zum Nullspiel ist, dass da immer der zweite Spieler eine Gewinnstrategie besitzt. Könnte man machen, ich schlage vor, wir kürzen es einfach ab. Das ist 1/5. Okay? Noch eine Situation, eine blaue Kante, so jetzt eine rote, zweite rote, dritte rote. Okay, da verrate ich euch, das ist 1/8. Und jetzt habt ihr das Schema verstanden, ne? Immer jede weitere rote Kante, die Zweierpotenz in der Norm 1, wenn eine die nächste zweite. Das schaut so ein bisschen aus wie die Wahrscheinlichkeit, dass er verliert, wenn er Schmarrn macht. Genau. Aber stell dir vor, die Wahrscheinlichkeit, die da rauskommt, wäre jetzt Sternchen. Interpretiere das, ja. Oder auch stell dir einfach Folgendes vor. Diese Spielsituation. Welchen Wert hat die? 3, richtig. Denn wir wissen schon, ein einzelner Strich hat Wert 1. 3 Striche nebeneinander haben dann 1 plus 1 plus 1, also 3 als Wert. Könnte man jetzt auch gegenchecken, wenn man zum Beispiel diese 3 Dinger macht und jetzt zum Ausgleich 2 rote, dann besitzt immer noch der linke Spieler eine Gewinnstrategie. Weil 3 minus 2 ist 1, das ist immer noch positiv. Okay. Bei allem größer 1 kann er eigentlich gar nicht verlieren. Genau, bei allem Positiven kann er nicht verlieren. Auch schon bei einem Hundertstel könnte er nicht verlieren. Wenn er sich konzentriert. Größer als 1 kann nicht verlieren, auch wenn er sich nicht. Nee, das will ich nicht sagen. Also in der Situation schon, da kann er nicht verlieren, egal was er macht. Aber in anderen Situationen kann es schon sein, dass wenn er sich nicht konzentriert. Obwohl er als Wert 100.000 hatte, dass er es aus Versehen vercheckt. Ja. Ja. Nicht bei so einfachen Beispielen, aber das können ja beliebig komplizierte Grafen werden. Genau, richtig. Da kann er sich bestimmt gleich verchecken. Ja. Kannst du die Strategie aus dem Wert ableiten? Ja, kann man. Genau. Ist aber ein bisschen eine langweilige Frage, also eine super spannende Frage für Anwendung natürlich, aber jetzt vom Programmiertechnischen eine langweilige, weil es ist genauso wie bei diesen dynamischen Algorithmen, sowas wie kürzeste Wege finden in einem Graphen. Da ist auch immer der erste Schritt rauszufinden, wie lang denn der kürzeste Weg ist. Und wenn man das weiß, dann kann man durch eine triviale Modifikation des Verfahrens auch noch rausfinden, was denn wirklich der kürzeste Weg ist, indem man bei jedem Knoten sich gemerkt hat, hey, was ist denn der nächste Knoten, dann läuft das wieder ab. Und so ganz mit dem genauen Zentrik funktioniert das auch. Das heißt, sobald wir den Wert kennen, sind wir schon super glücklich, weil der Rest wäre easy exercise for the reader. Okay, ich zeige euch noch folgende Situation.
eine blaue Kante. So. Und jetzt, ich mache mal ein bisschen Abstand dazwischen, dass man die Kanten sieht. Eine rote Kante, noch 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 eine rote Kante. Und das geht jetzt so weiter. Pünktchen. Punkt, Punkt, Punkt. Damit meine ich einfach, es geht unendlich lang weiter, ja? Die Kanten werden immer ein bisschen kleiner, dann kann man sich das gut vorstellen, weil dann passt es insgesamt noch drauf. Also wir haben eine blaue Kante und dann unendlich viele rote Kanten. Eine rote, zweite rote, dritte rote, vierte rote, fünfte, sechste, siebte, achte, neunte, zehnte, es geht immer so weiter. Wer besitzt eine Gewinnstrategie? Links. Ziemlich offensichtlich, ne? Wenn der linke Spieler anfängt, hakt er das ab, dann fällt alles weg. Und sobald dann der andere Spieler dran ist, der rechte muss so verlieren, weil es leer ist. Was passiert, wenn der rechte Spieler anfängt? Wenn der rechte Spieler anfängt, dann muss er sich irgendwie überlegen, es geht ja sehr weit hoch, ne? Dann sagt er, okay, gut, bei der roten Kante Nummer 1 Million hack ich ab, alles drüber fällt weg. So, aber dann ist der blaue Spieler dran, der hat die Basis. Die Frage ist nur, was genau ist sein Wert? Okay, lasst uns das mal rausfinden. Okay, ich mache einmal den auf. Ja, sehr, sehr gut. Ja, wird das wirklich gut? Ist sie richtig? Ja, aber man muss sie noch präzisieren. Ist es nicht so, dass man normalerweise, wenn es unendlich nah dran ist, auch davon ausgeht, dass es gleich ist? Ja, ja, das sind so Spiele. Aber dann hätte ich ja Plus und Minus neu nicht geschafft. Plus und Minus neu sind auch gleich. In jedem mir bekannten Zahlensystem. Ja, es nähert sich ja nicht nur unendlich an, sondern es ist ja unendlich. Also. Was war unendlich viele von denen? Es gibt da keine Unterscheidung zwischen den beiden. Ja, doch eigentlich. Ich habe sie noch mal hingemalt, nur dass wir es nochmal sehen. So, jetzt ist also schon so ein bisschen die Behauptung aufgekommen, geht in eine sehr, sehr gute Richtung, dass das zwar größer 0 ist, weil ja der linke Spieler gewinnt, aber irgendwie super nah an 0 ist. Lasst uns das gegenchecken. Also wenn das super nah an 0 ist, dann ist es doch auf jeden Fall kleiner als ein halb. Sollte es zumindest sein. Das heißt, um jetzt uns davon zu überzeugen, dass das auf jeden Fall kleineren Wert hat wie ein halb, können wir jetzt dem blauen Spieler nochmal ein halb, dem roten Spieler nochmal ein halb Vorsprung geben. Und jetzt sollte der rote Spieler gewinnen. Okay. Also wir geben dem roten Spieler einen halben Vorsprung. Das machen wir dadurch. Das haben wir schon vorhin gesehen. Dieser Wert hier ist minus ein halb. Wir hatten es vorhin mit vertauschten Farben gesehen, da war dann der Wert plus ein halb. Wenn man Farben vertauscht, ändert sich der Wert genau ums Minus, weil die Rollen von den beiden Spielern getauscht werden. Also nur das hier rechte, das hat jetzt als Wert minus ein halb. Wir vermuten momentan, dass das irgendeine Zahl ist, ein bisschen mehr als 0, aber super winzig. Wenn unsere Vermutung stimmt, sollte die Gesamtsumme jetzt negativ sein. Insgesamt. Und das sollte heißen, negativ, der rechte Spieler besitzt eine Gewinnstrategie. Okay? Können wir das kurz durchxen, dass wirklich der rechte Spieler hier eine Gewinnstrategie besitzt? Sag es mir vor euch mal. Einfach so ein bisschen laut vor sich herreden. Ja, also, wenn er anfängt. Gut. Irgendwo bei 1 Million, okay. Ja. Ist der linke Spieler dran? Ja, dann kann der linke zuhalten. Der linke muss ja nicht rein. Genau, sonst hat er sofort verloren, also hackt er den, glaube ich, ab, oder? Das ist clever für den linken Spieler. Okay. Er kann doch den blauen anfangen. Alles klar, okay, dann hat der blaue den blauen, dieses da, okay. Weiter geht's. Der Rote ist wieder dran? Ja, dann ist der Rote. Genau, muss er nicht unbedingt. Er hat ja bei Kante 1 Million abgehackt. Das heißt, jetzt hackt er halt bei 999.000 ab. Blau, ja, genau. Doch, alles drüber ist schon längst weg. Richtig. Blau fällt doch jetzt alles weg, hat den Blau abgehackt. Nee, Blau hat doch dort abgehackt. Ach, ihr habt es daneben gemacht. Ja, genau. Also, ich rekapituliere nur nochmal, dass wir wirklich alle dabei sind, weil es schwierig ist. Ne? Zuerst war es so. Der rote Spieler fängt an, der rote Spieler hackt hier auf der Höhe 1 Million ab. Dann kommt der linke Spieler dran, der hackt die blaue Kante ab. Jetzt der rechte Spieler wieder dran, der macht eine Stufe niedriger zum Beispiel. Jetzt ist wieder der linke dran, der hat nur noch eine Kante zur Verfügung, der muss das abhauen. Dann ist der ganze Turm weg. Der rechte Spieler kann aber immer noch diese rote Kante wegmachen. Und jetzt ist das Spiel völlig leer, das heißt, wenn der blaue wieder dran kommt, verliert er. Okay? Man kann es vielleicht noch einfacher einsehen. Sehr gut. Nämlich, wenn der rote Spieler beginnt, ja? Dann sollte er den linken Turm so abhacken, dass nur noch ein Plus oder Minus ein halber Turm stehen bleibt. Ja?
Und dann ist mal in der symmetrischen Spielsituation, zur symmetrischen Spielsituation haben wir mal den Wert 0. Sehr gut. Und damit beginnt, ist dann wieder der blaue dran. Genau. Wert ist 0, das heißt, der zweite Spieler gewinnt. Das wird wieder der rote sein. Genau. Also gewinnt der rote. Sehr, sehr gut. Genau. Jetzt noch kurz der Fall, was ist, wenn der blaue anfängt? Das haben wir noch nicht diskutiert. Was, wenn der blaue anfängt? Ja? Ja, also es gibt ja eigentlich zwei Möglichkeiten. Ja? Entweder hackt der rechts ab, dann kann der rote halt irgendwo an den Wohnturm abhacken. Mhm. Dann muss der blaue ja wieder unten abhacken. Dann kann der rote den letzten abhacken. Richtig. Und dann hat ja auf sich rot gewonnen. Genau. Anderer Fall, der blaue hackt links ab, dann kann der rote rechts abhacken, dann steht nichts mehr auf dem Turm. Genau. Okay, das heißt, unsere Vermutung bisher hat sich bestätigt. Unsere Vermutung war, der linke Turm hat irgendeinen Wert größer 0, aber ist sehr, sehr nah an der 0. Und wir haben das dadurch bestätigt, dass wir jetzt einen halb abgezogen haben und dann wurde es in der Tat negativ. Jetzt verspreche ich euch wieder was. Nämlich, wenn man Folgendes gemacht hätte, wenn man hier nicht eine blaue Kante eingefügt hätte, sondern zwei, dann wäre der Wert ja hier minus ein Viertel gewesen insgesamt. Und verspreche euch, wenn man wieder so eine Überlegung gemacht hätte, dann wäre es wieder so gewesen, dass jetzt der rote Spieler eine Gewinnstrategie besitzt. Und ich verspreche das auch für den Fall, ist doof jetzt alles, ne? Aber ich verspreche das, wenn es hier noch eine blaue Kante gäbe, dann wäre hier dieses Gegengewicht quasi minus ein Achtel. Aber auch dann besitzt immer noch der rote Spieler eine Gewinnstrategie. Ich frage es Tim, danke, das ist auch der effiziente Freund. Richtig, genau. Ja, genau. Genau. Das heißt, also keine endliche Anzahl an blauen Strichen kann das dann wieder ausgleichen. Ja? Und dadurch sind wir in folgender interessanten Situation. Der Wert von diesem Turm hier ist positiv, aber er ist kleiner wie ein Halb, er ist kleiner wie ein Viertel, er ist kleiner wie ein Achtel, er ist kleiner wie ein Sechzehntel, er ist kleiner wie jede eingeteilte irgendwas. Seht ihr das? Der ist positiv, dieser Turm, aber kleiner wie, haben wir alles, was wir hier hätten hinzeichnen können, der ist positiv, aber kleiner wie jedes 1 geteilt durch eine normale Zahl. Okay? Der Wert von diesem Turm links ist 1 geteilt durch Omega. Omega, kleines Gewicht durch Omega. Und das ist einfach das Fachwort für unendlich. Ja? Man traut sich nicht, als Mathematik unendlich zu schreiben, weil das ist ein bisschen unpräzise. Gott ist unendlich, die Liebe ist unendlich und sowas. Ja? Omega ist präziser. Ja? Und das ist halt 1 durch Omega. Jahre, genau. Also das ist kleiner als 1 durch eine Milliarde, das ist kleiner als 1 durch eine Fantastillion und so, ja? Aber es ist immer noch positiv. Es ist immer noch positiv. 1 durch Omega ist größer wie 0. So eine Zahl gibt es in den Sommerzahlen. Zahlen. Ja? Und was es auch gibt, sind fantastische Ausdrücke wie Omega minus 1. Das wäre also 1 kleiner als Omega, 1 kleiner als unendlich. Das ist immer noch eine Zahl, die ist größer wie eine Milliarde oder größer als 1000, ja. Und sie ist auch immer noch größer als 1000 hoch 10 und 1000 hoch 10 hoch 10. Omega minus 1 ist immer noch eine Zahl, die ist größer wie alle Zahlen, die man in der Schule kennengelernt hat. Trotzdem ist sie kleiner wie Omega. Okay? Es gibt auch Omega plus 1. Das ist ein Stückchen mehr als Omega. Es gibt auch Omega plus ein Halb. Das ist halt ein klein wenigeres Stückchen oberhalb von Omega. Jetzt Omega minus 1 geteilt durch Omega mal. Ja. Wie groß ist das denn? Ja, lass uns das abschätzen oder ausrechnen. Omega minus 1 durch Omega wolltest du, ja? Okay. Das Tolle an den Sonnenzahlen ist, es gelten genau die normalen Rechenregeln, die man jetzt in der Schule kennt. Das heißt, wir können jetzt diesen Bruch teilen in zwei Hälften. Omega durch Omega minus 1 durch Omega. Omega durch Omega ist 1, ne, weil alles durch sich selbst ist 1. Das heißt, das hat als Wert 1 minus 1 durch Omega. Und das kann man jetzt nicht mehr weiter. Ist 1 durch 0 gleich Omega? Nein, 1 durch 0 kann man nicht dividieren. Wie auch in der Schule. Ja? Das ist gleich. Oh, ist die größere 0. Genau. Also genau, 1 durch Omega ist nicht 0, es ist aber was Größeres wie 0. Und 1 durch 0 hat immer noch keinen Sinn. Das kam übrigens schon eine nette Übungsaufgabe für alle, die es noch nicht gemacht haben. Man kann sich mal Folgendes überlegen, wenn man irgendeinen Rechenbereich hat, wo man durch 0 dividieren kann, dann kann man zeigen, dass je zwei Zahlen in einem Rechenbereich gleich sind. Okay, und das ist ein langweiliger Rechenbereich.
Ja? Aber das ist hier nicht so. 1 durch Omega kann man machen, dann kommt was Positives raus. Und hier jetzt bei Omega minus 1 durch Omega, da ist rausgekommen, man sieht es sehr schlecht, 1 minus 1 durch Omega. Das heißt, das ist die 1 und dann ein mini kleines Stückchen nach links am Zahlenstrahl. Ein Omega-Viertel abgezogen. Ja, genau, fast 1. Es gibt sogar sowas wie Wurzel aus Omega. Das ist immer eine unendlich große Zahl, immer noch größer als eine Milliarde, größer als eine Fantastilliarde und so weiter. Hat halt die Eigenschaft, dass wenn wir Wurzel Omega mit Wurzel Omega multiplizieren, dass dann wieder Omega rauskommt. Ja, so wie es sein soll. Man kann sogar sowas definieren wie Sinus von Omega. Und zwar geht es über die Potenzreihe. Und ich glaube, der Wert ist 0, aber ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ja. Also das ist das Tolle an den sogenannten Zahlen, oder einfach das Tolle für jemanden, der mit Unendlichkeiten rechnen will. Ja? Für die von euch, die von Lehrern immer ausgeschimpft wurden, unendlich gibt es nicht oder sowas, ja? Das ist nicht ganz richtig. In den reellen Zahlen gibt es nichts, was den Namen unendlich verdient hat. In den surrealen aber schon. Und da gibt es dann sogar eben Omega minus 1 plus 1 und so aus Omega und so weiter und so fort. Und es ist nützlich, um kombinatorische Spiele zu analysieren, diese Zwei-Personen-Spiele, weil die Werte dort eben sind genau solche surrealen Zahlen. Und wir haben eben eine Spielsituation gesehen, da war halt dann der Wert 1 durch Omega. Das war nicht von uns so entschieden oder so, weil wir irgendwie auf Unendlichkeiten stehen, sondern das hat sich natürlicherweise ergeben. Wieso kannst du nur so Omega jetzt minus 1 sein? Ja, genau. Man muss da sehr präzise sein und definieren, was man mit Sinus in diesem Kontext überhaupt meint. Der Sinus aus der Schule, den man kennt, der ist halt nur für reelle Zahlen definiert, ne, weil es in der Schule die reellen Zahlen gab. Und jetzt muss man erstmal definieren, was man mit dem Sinus im Allgemeinen meint. Das kann man machen, aber ich kenne die Definition nicht auswendig. Und sobald man es definiert hat, kann man nachrechnen, was Sinus von Omega ist. Der Turm mit ganz, ganz vielen roten, also relativ vielen roten unten und einem blauen oben drauf, hat der das den geht Wert nicht. Omega? Nee, das geht nicht. Weil was heißt oben drauf? Jede Kante muss direkt verbunden sein mit einer Mutterkante, ne? Genau. So, und du wolltest jetzt quasi sagen, okay, ich fange den Turm an und endlich ging er drauf. So. Und jetzt ganz oben willst du noch eine andersfarbige Kante drauf machen. Aber was heißt schon ganz oben? Was ist der hier Mutterknoten? Ja, Omega. Omega plus 1. Aber die Knoten eben waren mit Zahlen, mit normalen Zahlen durchnummeriert. Es gab die unterste Kante, zweitunterste, dritt, viert, fünft, sechst, siebte. Und das hat einfach nie geendet. Es gab da kein Ende, ja? Deswegen kannst du nicht oben nochmal was draufsetzen. Achso, du brauchst Omega, den du unendlich viele nebeneinander setzt? Ja, das wäre Omega, genau. Aber du hast doch schon die ganzen Verträge gebrochen, als du Omega eingestellt hast. Genau, richtig. Ich dachte, die kannst du mit Zahlen durchnummeriert, wie kannst du unendlich viele hinsetzen? Erste Zahl, zweite Zahl, dritte Zahl, vierte nebeneinander, genau. Absolut. Ist natürlich ein sehr wichtiges Argument, ja? Man müsste das alles ein bisschen präziser machen und dann würde man Folgendes sagen. Das Spiel, was wir hier analysiert haben, Hackenbusch, darf erstens auf endlichen Graphen gespielt werden, wo es nur endlich viele Karten gibt, okay, klar. Und zweitens darf es auf gewissen unendlichen Graphen gespielt werden. Allerdings immer nur noch solchen, dass trotzdem ein Spiel immer nur endlich lange dauert. Wenn ein Spiel unendlich lange mal dauern könnte, das könnte man sich auch vorstellen bei gewissen Graphen, dann ist es irgendwie Quatsch zu fragen, wer jetzt eine Gewinnstrategie besitzt. Weil das Spiel nie ausgeht, ne? Weil das Spiel immer weitergeht. Also meinst du wahrscheinlich, wenn es unendlich lang dauert? Ja, genau, wenn es unendlich lang dauert. Weil hier hätte ich ja schon die Wahl, dass unendlich dauern zu müssen. Nee, nur endlich lang. Egal, was der rote Spieler macht, der muss irgendeine Kante hier abpacken. Ja, vielleicht. Ich kann so einen Turm haben, wenn es einmal blau und endlich rot und daneben einmal rot und endlich blau. Wenn keiner gewinnen will, dann dauert es auch nicht. Nee, es dauert nicht ewig, es dauert nur sehr, sehr lange. Aber es kann nicht unendlich lang dauern. Das ist ein gutes Beispiel, überlegen wir uns das kurz noch. Wir haben links einen Turm wie hier, blau und dann unendlich viele rote Kanten. Daneben machen wir einen Turm genau andersrum. Eine rote Kante, dann lauter blauer Kanten. Überlegt das euch mal, spielt das durch. Es kann nicht sein, dass so ein Spiel unendlich lange dauert. Sie nehmen an, das ist halt nicht erlaubt, dass ich den letzten Block einziehe. Weil es keinen letzten gibt. Es gibt keinen letzten. Du musst immer quasi die Nummer von der Kante sagen. Du kannst sagen, bitte entferne Kante Nummer 1 Milliarde. Du kannst sagen, bitte entferne Kante Nummer 1 Googleplex. Aber es gibt keine letzte Kante. Das heißt, der rote Spieler muss irgendwo hier, weit oben meinetwegen, aber er muss irgendwo abhacken. Also ich nehme die Kante Omega dann. Genau, aber das gibt es nicht, weil die Karten sind mit natürlichen Zahlen, nicht mit den normalen. Ist ja langweilig. Genau. Ist Omega überabzählbar und endlich? Weil alle abzählbaren und endlichen Zahlen sind ja nicht Omega. Genau. Oder ist es was ganz anderes? Also die Frage kannst du nicht stellen, aber eine leicht verwandte. Ich erkläre das kurz. Okay.
Das ist wahrscheinlich gar nicht mit dem Abzählbar. Ja, also das mit dem Abzählbar unendlich und Überabzählbar unendlich, das bezieht sich immer auf die Anzahl von Elementen. Wie groß eine Menge ist. Ja, per Definition. Stimmt, ja. Aber dieses Omega misst jetzt gar nicht, wie groß eine Menge ist. Das ist aber nicht in der... Also, es kann nicht in einer Menge sein, die abzählbar unendlich ist. Oder? Doch, wenn ich folge eine Menge. Ich mache eine Menge auf. Und mache Omega. Omega. Das sieht so. Abzählbar unendlich. Das geht. Okay, was ist mit der Menge an Sekunden, die es dauert, diesen unendlichen Turm mit einem Nadeldrucker zu drucken? Okay, das ist eine große Zahl. Aber du kannst leider nicht fragen, ob Omega abzielbar oder überabzielbar ist. Aber du kannst Folgendes fragen. Wie viele surreale Zahlen gibt es? Wir haben ein paar gesehen. Wir haben gesehen, wie man neue konstruieren kann, die man einfach in Grundrechenarten verwendet oder Wurzeln und sowas. Und jetzt kannst du dich fragen, wie viele surreale Zahlen gibt es? Weil da reicht ja nie dann. Also es gibt unendlich viele, schon mal klar, aber jetzt willst du natürlich besser wissen, gibt es abzählbar viele? Gibt es überabzählbar viele? Omega erreicht man ja nie. Definition, sonst wäre es ja eine Zahl, eine reale Zahl. Ja, eine reale Zahl ist halt nicht. Aber wir sind ja nicht so kleinkariert wie in der Schule und errechnen auch gerne mit surrealen Zahlen. Und da gibt es Omega als tatsächliches Element. Aber wenn ich hochzähle und frage, wie viele es gibt. Achso, ja, wenn du so anfängst zu zählen, 1, 2, 3, dann kriegst du nie Omega, das ist völlig richtig. Wir werden gleich noch sehen, wie man Omega konstruieren kann in gewissem Sinne. Aber nur, dass du mit so einem Zählprozess nicht bei Omega anlandest, das heißt nicht, dass es Omega nicht gibt. Denn wir. Dasselbe Argument würde ja auch für einzelne Omega gelten. Mit den, ganzen Zahlen, dass die auch eben, das gleiche eben mit den ganzen Zahlen, dass die auch abzählbar und endlich sind, weil man immer paarweise nehmen kann. Genau, da ist es aber auch nicht so, dass du von minus endlich kommen nach plus endlich quasi alle ablaufen kannst, weil du musst irgendwo starten und dann. Du starten und dann immer paarweise. Das kannst du machen, genau. Ja. Okay, aber was ist jetzt die Antwort? Wie viele surreale Zahlen gibt es? Und das ist eine schöne Antwort. Nee. Rationale Genau, aber ich sollte dazu sagen, in den surrealen Zahlen gibt es auch sowas wie Pi oder E. Ja? Also sind es die reellen, dann sind es wieder überabzählbar viele. Es sind auf jeden Fall mal mindestens so viele wie die reellen, also überabzählbar. Ist das überhaupt eine Menge? Ist das überhaupt eine Menge? Genau. Du müsst fragen, in der Mathematik gibt es Mengen. Und Mengen können krass groß sein. Ja? Die rationalen Zahlen sind groß, die reellen Zahlen sind groß. Aber dann kann man zum Beispiel die Menge aller Teilmengen von reellen Zahlen bilden. Und die ist was noch echt Größeres, eine unendliche Stufe drüber. Und das kann man weitermachen und weitermachen und weitermachen. Und man kann die Stufen, wie man das weitermacht, die kann man durchnummerieren. Erste Stufe, zweite, dritte, vierte, fünfte. Und wenn man den Stufen Namen gegeben hat, kann man auch sagen, na gut, jetzt vereinige ich alle Stufen, die ich bisher gemacht habe, die erste, zweite, dritte zusammen. Das nenne ich Stufe Omega, wobei Omega da eine andere Bedeutung hat, aber ich nenne es trotzdem. Und jetzt mache ich weiter und mache noch größere Mengen. Das alles geht in der Mengenlehre, in der Mathematik. Aber stellt sich raus, die surrealen Zahlen, die sind so groß, dass sie keine Menge mehr bilden. Die surrealen Zahlen bilden etwas, was man echte Klasse nennt. Sie sind keine Menge mehr. Krass, ja, genau. Das macht Computer-Implementierung auch ein bisschen schwierig. Ja? Gibt es auch wirklich Theoreme, die gewisse Schranken setzen, wie gut ein Computer mit surrealen Zahlen rechnen kann. Dass sich die Originalzahlen im surrealen einwenden. Ja, genau. Das ist auch krass, ja. Ihr kennt die Originalzahlen. Da gibt es auch dieses Symbol Omega. Und die Ordinalzahlen lassen sich in die surrealen Zahlen einbetten. Ja, das heißt, dass die surrealen Zahlen mindestens mal so groß sind wie die Ordinalzahlen. Aber es geht noch weiter. Nämlich, die surrealen Zahlen sind echt cool. Man kann Folgendes zeigen. Jeder angeordnete Körper, Körper heißt Rechenbereich, in dem die üblichen Rechenaxiome gelten, angeordnet heißt nicht sowas wie die komplexen Zahlen, wo man nicht mehr sagen kann, ob es positiv oder negativ ist. Jeder angeordnete Körper überhaupt bettet ein in die surrealen Zahlen. Die surrealen Zahlen sind die Mutter der Mutter, die Mutter aller Körper. Ja? Weil jeder andere Körper in sie einbettet. Und das verhindert aber auch, dass sie eine Menge sind. Sie sind eine echte Klasse. Okay. Ist Pi eine surreale Zahl? Wie bitte? Pi. Was ist mit Pi? Ist Pi eine surreale Zahl? Ja, Pi liegt auch in surrealen Zahlen. Also alle reellen. Ja, weil reellen Zahlen sind ein angeordneter Körper. Ja, sie sind ein Körper. Da muss man sich obwohl alle Körper, die es gibt, haben die Größe von einer Primzahlpotenz. Alle endlichen Körper. Ja. War das jetzt eigentlich nötig, dass wir und die? Also muss das notwendigerweise so sein, weil wir jetzt ja gar keine Konstruktionsregeln
Genau. Also das ist das Einzige, was ich mit besitze, wäre sind rationale Zahlen. Richtig, weil das das Einzige ist, was wir bisher gehandelt haben. Aber es gibt auch Spielsituationen, wo der Wert exakt Pi ist oder genau E ist. Man muss dann, will ich nichts falsch sagen, ich bin mir fast sicher, dass man, ja, ich bin mir sicher, dass man da nicht nur Bäume als Graphen betrachten muss, sondern echte Graphen, Graphen, die Zyklen haben. Ja, also, würde mich selber reden. Sowas, eine Kante, zweite Kante, dritte Kante, vierte Kante, auch gerne abwechselnd. So, also mit anderen Farben oder so. Sowas. Ja, das hat jetzt einen Zyklus drin. Und sobald man solche Zyklen drin hat, dann können auch noch kompliziertere Zahlen rauskommen. Haben wir jetzt nur nicht vorgeführt. Und es gibt eine Spielsituation, die hat als genau als Wert Pi. Es gibt eine, die hat genau E. Zu jeder lieblingsreellen Zahl und zu jeder lieblingssurreellen Zahl gibt es eine Spielsituation, die genau diesen Wert hat. Gibt es zu den surrealen Zahlen irgendwas Größeres, wo die komplexen Zahlen einfach sind? Die komplexen surrealen genau. Zahlen? Da kannst du deinen algebraiker Hut aufsetzen. Und kannst eine Wurzel aus minus 1, die es in den surrealen Zahlen nicht gibt, künstlich hinzufügen. Und dann hast du die sogenannten surkomplexen Zahlen. Statt surreal, surkomplexen. Weiß ja noch nicht genau. Französischer Ausspruch. Ja, eventuell spricht man auch surreal aus. Mit surreal, weiß ich nicht genau. Ich weiß, dass man surjektiv oder surjektiv ausspricht. Also, wie ist ganz klar, von. Also ja. Ist ja doch ein relativ kleines, also man sollte meinen, dass die Menge der Situation hier klein ist. Ja, also sie ist bildlich eine echte Klasse, aber fahr fort, ja. Genau, aber das schockiert mich gerade, weil ich, ja. ich sehe gerade noch nicht, wo, also. Ich meine, du kannst, unsere Spielfiguren waren immer so Striche nach oben, ja? Okay. Aber du kannst echt verzweigen, ja? Genau, so wie hier in zwei Teile verzweigen, du kannst auch in acht Teile verzweigen. Oder unendlich viele Teile verzweigen, ja. Und die können sich wieder verzweigen und wieder und wieder. Und du kannst blau und rot nach Belieben mischen. Du kannst viele Zyklen drin haben. Okay, wir lassen die unendlichen Graphen. Ja. Ja. Weil irgendwie, wenn man so in endlichen Graphen sonst denkt, dann sollte man irgendwie mal einen Kern. Ja, wenn du unendliche Graphen erlauben würdest, dann wäre die Gesamtmenge von solchen Sachen abzählbar unendlich. Okay, ja, wahrscheinlich. Das ist genau eine Klasse. Was genau eine Klasse ist? Ja. Weil die Frage kommt, beantworte ich sie auch, ja. Also, es gab folgende Sachen. Klassen gibt es, also der Klassenbegriff gibt es erst ca. seit 1900. Ja, das Problem war, Mathematiker sind auf ein Paradoxon gestoßen, was sie nicht auflösen konnten. Das Problem, das kennt ihr alle, das ist kann man in acht verschiedenen Varianten formulieren mindestens. Zum Beispiel ist das Problem des Barbiers. Es gibt so eine kleine Stadt in Griechenland und da gibt es einen Barbier und der hat sich folgende Regel, oder per Gesetz gibt es da folgende Regel. Der Barbier rasiert all diejenigen Leute, die sich nicht selbst rasieren. Das ist seine heilige Pflicht, wenn er es nicht macht, verstößt das gegen Gesetz. Der Barbier rasiert all die Leute in diesem Dorf, selbst in diesem Dorf, die sich nicht selbst rasieren. Preisfrage, rasiert sich der Barbier selbst? Kurz durchdenken. Wenn der Rasier sich selbst rasiert, wenn der Barbier sich selbst rasiert, ja okay, dann rasiert er sich ja selbst und darf sich per Gesetz also nicht selbst rasieren. Kann nicht sein. Die andere Möglichkeit kann auch nicht sein. Das heißt, nee, genau, weil wenn jemand anderes ihn rasieren würde, dann würde er sich ja nicht selbst rasieren, also müsste er sich selbst rasieren. Per Gesetz. Genau, richtig. Wie man es macht, der Barbier kann diese Anforderung nicht erfüllen. Genau. Genau, weil der Barbier Selbstmord begangen oder so, ja. Okay, wenn man das ein bisschen formaler fasst, hat Russell Folgendes entdeckt. Und zwar, man könnte Folgendes machen. Manche Mengen enthalten sich selbst. Andere Mengen enthalten nicht sich selbst. Die allermeisten Mengen enthalten nicht sich selbst. In den natürlichen Zahlen, da sind zum Beispiel die natürlichen Zahlen drin, aber nicht die Menge der natürlichen Zahlen nochmal irgendwie Matroschka-mäßig verschachtelt. Aber manche Mengen enthalten halt sich selbst und manche nicht. Und Russell hat jetzt Folgendes betrachtet bei seiner zelebrierten Russellschen Antinomie. Hat die Menge all der Mengen betrachtet, die sich nicht selbst enthalten. Die Menge all der Mengen, nicht selbst enthalten. Und jetzt hat er nachgeschaut, ob diese Menge, nennen wir sie M, ein Element von sich selbst ist. Und es ist genau dieselbe Frage wie beim Barbier. Und es kommt raus, sie kann es weder sein, noch sie kann es nicht sein. Das bedeutet, im grundlegenden Fundament der Mathematik zu diesem Zeitpunkt gab es ein unauflösbares Paradoxon. Weil es spricht nichts dagegen, diese Menge hinzuschreiben. Und dann aber hat man einen Widerspruch. Das kann nicht sein.
Und ein Ausweg aus diesem Paradoxon, den man dann gefunden hat und der sich ein bisschen durchsetzen musste und so weiter, ist, dass man eine Trennung einführt zwischen Mengen und Klassen. Und die Auflösung ist dann so, dass es zwar die Klasse all der Mengen gibt, die sich nicht selbst enthalten, nennen wir sie wieder M, aber diese Klasse ist keine Menge. Sie ist eine echte Klasse. Und deswegen funktioniert der Widerspruch nicht mehr. Durch diesen Trick. Also, und sie ist dann halt das Hierarchische, oder? Genau, es ist eins größer. Und, okay. So mit so einer Klasse, die ist auch kein mathematisches Objekt im eigentlichen Sinn, sondern nur so eine Metasache. Also eine Klasse ist immer angegeben dadurch, dass ich sage, welche Sachen da drin wären, aber ich kann mit der Klasse selbst nicht so viel an mathematischen Operationen machen. Und dadurch kriege ich nicht mehr all diese Widersprüche. Was heißt, eine echte Klasse ist dann eine, die tatsächlich auch eine... Die keine Menge ist, genau. Die allermeisten, also jede Menge ist auch eine Klasse. Manche Klassen sind zufälligerweise auch Mengen. Aber es gibt dann Klassen, die keine Mengen sind, die echten Klassen. Und das wäre zum Beispiel diese Russellsche Klasse oder eben die Klasse aller Sylvan Zahlen. Aber es gibt auch andere Auswege, oder? Ja, genau, es gibt andere Auswege. Eine Möglichkeit ist sowas wie Typtheorie. Das Problem war, wenn man gesagt hat, die Menge aller Mengen, die sich nicht selbst enthalten. Die ist einfach nicht getypt. Genau, die ist also ein bisschen zirkulär. Ja? Und wenn ich jetzt sage, es gibt Aussagen 0. Stufe, 1. Stufe, 2. Stufe, 3. Stufe, dann würde ich irgendwie merken, für diese Definition, dann ist also diese Bedingung zur Zugehörigkeit, dass, wenn das eine Aussage auf der n-ten Stufe sein sollte, sie gleichzeitig auch eine auf der n-ersten Stufe, weil sie über sich selbst spricht, dann verbiete ich sowas und dann habe ich auch kein Problem. Das ist ähnlich. Das ist aus meiner Sicht eine Stufe krasser, weil in dem normalen Ansatz, den ich eben beschrieben habe, gibt es quasi Mengen und Klassen. Punkt. Und in dem anderen Typtheorieansatz gibt es Mengen erster Ordnung, Mengen zweiter Ordnung, Mengen dritter Ordnung. Da hat man eine ganze Hierarchie von immer größer werdenden Universen. Also es gibt ein mathematisches Typsystem, mit dem sich alle Sachen, die man in der Mathematik aussagt, typisieren lässt. Ja, und dieses heißt zum Beispiel Homotopie-Typtheorie. Genau, richtig. Aber es gibt noch andere Typsysteme auch. Fun Fact, viele Leute denken, Mengenlehre sei eine gute Fundierung der Mathematik. Es stimmt, dass es eine Fundierung der Mathematik ist, aber also besonders junge Leute und so haben verstanden, dass Mengenlehre zwar eine ganz tolle Theorie ist, um Mengen zu beschreiben, richtig, richtig coole Theorie, aber Mengenlehre ist nicht die beste Theorie für eine Grundlegung der Mathematik, für sowas ist Typtheorie besser. Hat auch Gründe, die wir vielleicht woanders diskutieren, zum Beispiel, dass man in Mengenlehre Fragen stellen kann, die nicht sinnvoll sind, aber man kann sie trotzdem stellen. Das finden manche Leute schlecht. Und in Typtheorie kann man solche Fragen, die sinnlos sind, die ungetypt wären, würde man sagen, gar nicht erst stellen und das finden manche Leute gut. Aber wenn man nicht dieses Sonnenzweig und sagt, ich baue das jetzt so auf Typen. Ja. Gibt es dann überhaupt eine Äquivalenz zu Klassen? Nö, es gibt nur immer noch eine Mengenstufe größer quasi. Die wären dann, die wären dann auf Stufe 1, oder sagen wir, weiß nicht, wo deine Zählung fängt, sagen wir, deine Zählung fängt bei 0 an, dann wären die Summenzahlen 1 drüber, 1. Aber was du dann noch machen könntest, du könntest diesen Prozess, der die Summenzahlen erzeugt, nochmal wiederholen und würdest dann Summenzahlen 2. Stufe kriegen. Und was könntest du machen? Würdest du Summenzahlen 3. Stufe, 4. Stufe und so weiter kriegen. Aber auf jeder Stufe ist es kein Widerspruch. Aber klingt das nicht irgendwie schöner und sauberer, als wenn ich diese andere komische Zweiteilung habe, wie ich sage, ja, jetzt darf ich mit den Klassen nichts machen. Genau. Jetzt nicht sagen, die Klasse aller Klassen, die sich selbst. Ja, das stimmt. Viele Leute finden das eben auch besser. Ja. Ja. Könnte ich jetzt auch die Menge aller echten Klassen betrachten? Das ist eine Klasse. Nein, Moment, stopp, falsch. Nein, das kannst du nicht betrachten. Weil Klassen keine Objekte sind. Genau, weil Klassen keine Objekte sind. Nee, genau. Das könntest du nur in dem Typtheorieansatz machen. Da könntest du die 2-Menge aller 1-Mengen oder so betrachten. Aber es geht nicht mit Klassen. Weiter Fragen dazu? Weil dann kommen wir so ein bisschen zum Haskell-Teil und auch wie man diese Zahlen konstruiert, ja? Ist es so ähnlich wie das, ist es ein bisschen so ähnlich wie, oder ist es das gleiche Problem wie das, wenn Pinocchio sagt, meine Nase wächst jetzt? Das ist genau das gleiche Problem. Das ist gleiche Paradoxon quasi. Ich verrate euch noch einen allerletzten Fun Fact und dann machen wir weiter. Nämlich dieses Paradoxon mit der Russellschen Antinomie, was wir gerade diskutiert haben, das kann man auch super rein linguistisch verpacken. Und dann quasi Leuten schmackhaft machen, die Mathe hassen und die nichts von Mathe wissen wollen und so weiter. Geht ganz kurz nämlich so. Manche Adjektive treffen auf sich selbst zu. Zum Beispiel kurz,
ist selbst ein kurzes Wort. Ja? Solche Wörter, solche Adjektive, die auf sich selbst zutreffen, wollen wir autolog nennen. Irgendwie vom Griechischen. Gut. Es gibt auch Adjektive, die nicht auf sich selbst zutreffen. Zum Beispiel lang. Lang ist selbst kein langes Wort. Solche Adjektive wollen wir heterolog nennen. Autologe Adjektive sind die, die auf sich selbst zutreffen. Heterologe Adjektive sind die, die sich nicht auf sich selbst zutreffen. Preisfrage. Ist heterolog heterolog? Genau. Wenn heterolog heterolog wäre, hieße das, dass es nicht auf sich selbst zutreffen darf. Das heißt, es müsste autolog sein. Aber wenn heterolog autolog ist, dann muss es ja auf sich selbst treffen, also muss es heterolog sein. Geht nicht. Wenn man es andersrum anfängt, geht es auch nicht. Das ist eine Möglichkeit, die Wasserische Antinomie in Linguistik zu finden. Okay. Dann wechseln wir ja zu Haskell, ja? Mein Links oder mein Links, jedenfalls nach Alles klar. Nach Mitte des Bildes. Ja, okay. Das müsste doch hier so gehen, oder? Alt gehalten. Mit Windows-Taste gehalten, ja. So ist gut, oder? Ja. Okay. Ich sollte noch eine Notationsverwirrung einfach noch rausschließen, weil ich das eben absichtlich falsch gemacht habe. Es gibt die surreellen Zahlen und es gibt etwas nochmal Größeres, das sind die Games. Und das, was wir gerade die ganze Zeit besprochen haben, waren die Games. Spiele, die sogenannten Zahlen. Genau, Englisch, Spiel. Ich finde es gut, gerade im Deutschen absichtlich das englische Wort zu verwenden, damit man es nicht verwechselt mit dem normalen Spiel, was man so spielt. Ja? Wir ordnen also jedem Spiel einen Wert zu und dieser Wert ist ein Game. Ja? Der Unterschied ist der, bei den surreellen Zahlen stimmt es immer noch, da gibt es auch dieses einzige Omega und so weiter. Der einzige Unterschied ist der, bei den surreellen Zahlen ist immer noch jede Zahl größer 0, gleich 0 oder kleiner 0. Und nur bei den Games kommt dieses Fuzzy zu 0 dazu. Okay? Aber all diese Unendlichkeiten und Einzelständigkeiten waren auch schon bei den surreellen Zahlen dabei. Gut. Das ist der Grund, warum wir diesen Datentyp jetzt Game nennen wollen und statt Serial oder sowas. Was ist ein Spiel? Ein Spiel besteht aus der Angabe von den Optionen, was der linke Spieler machen kann und was der rechte Spieler machen kann. So, ja. Gerade noch lesbar, ja. Das ist ein Spiel für uns. Wenn ein Spiel kodiert, welche Möglichkeiten der linke Spieler hat und welche Möglichkeiten der rechte Spieler hat. Das ist ein Spiel quasi auch ein Spielzug. Genau, ein Spiel, ja, eine Spielsituation sollte man vielleicht ein bisschen sagen. Genau, also. Jetzt noch einen vorigen Zustand dazu bauen kann. Ja, genau. Wir sollten vielleicht einen Zustand sagen. Ja, genau, sagen wir Zustand. Ein Spielzustand, ja. Also so ein Element von diesem Datentyp kodiert einen bestimmten Spielzustand von irgendeinem Spiel, zum Beispiel Hack und Wurst. Zu diesem also der Übergang zwischen zwei Spielzustände. Ja, genau. Kann jemand so ein bisschen mich beleidigen, was komisch an der Definition ist? Ja, genau. Also ich sehe, also die Beleidigung ist, also ist was da komisch ist, oder? Die Beleidigung hätte sein müssen. Nein, stopp. Das sind ja Listen und keine Mengen. Ja, okay, genau. Ich hätte hier Set Games schreiben wollen können, habe ich aber nicht gemacht, das war. Die Beleidigung aber hätte sein können, Ingo to Depp. Beleidigung. Man kann doch gar kein Element von diesem Typ konstruieren. Weil um ein Game zu konstruieren, brauche ich ja schon Games. Man kann leere Listen nehmen, genau. So. Deswegen wäre dann die Beleidigung nicht standhaft substanziell gewesen. So, das ist das Nullspiel. Aber die mit dem Wissen hätten wir nicht. Ja, genau. Das ist einer der wenigen Sachen, wo man wirklich leere Listen auch haben will. Ja, genau, um die Rekursion zu brechen. Monolith und keine Genau, genau. Also, das ist das Nullspiel. Das hatten wir vorhin gesehen. Das war die Situation bei Hackenbusch, war einfach am Anfang haben das Spielfeld schon leer ist. Stopp! Hack ist leer. Alles klar. Wie auch immer, wir haben jetzt das Nullspiel definiert. Da hat keiner der beiden Spieler eine Option zu gewinnen oder überhaupt was zu machen. Jetzt definieren wir das One-Spiel, 1. Kannst du bitte ergänzen? Ah, ja, sorry. Moment, ich bin auf dem falschen Weg. Jetzt. Danke. Das One-Spiel sieht so aus. Das war das, was wir One 1 genannt hatten. Das war eine blaue Kante. Okay, und da hat der linke Spieler die Möglichkeit, so zu ziehen, dass nach seinem Zug die Spielsituation die sein wird,
wie sie von Zero geschrieben wird. Das heißt, nach seinem Zug ist das Spielfeld leer. Das ist quasi die Liste in die Situation zu bringen. Genau, ja. Und der rechte Spieler hat keine Option, weil rechts leer ist. Also es ist immer eine Liste von Spielsituationen, die er erwirken kann. Genau, wenn er das möchte, genau. Nicht nur die für die günstigen, sondern einfach alle, die er per legal, also als einen legalen Zug tätigen kann. So, wir haben auch minus 1, irgendwie Nequan. Das sind ja gut, weil es ja Non-Determinismus ist. Ja, ja. Was ist Nequan? Ah, das kommt richtig. Also da kann der linke Spieler gar nichts machen, aber der rechte kann in die Situation 0 ziehen. Okay, wollen wir noch one half machen, also ein halb? Ja, das wäre sowas wie Sternchen. Star, genau. Das war das Spiel, da können beide jeweils eine Kante entfernen, also es gibt eine schwarze Kante, die beide wegnehmen können. Danach ist es null. Jetzt wollen wir noch one half, das ist das. Muss man, ist nicht völlig klar, muss man sich überlegen. Aber ich wollte jetzt ein paar Sachen haben. Mit denen kann man jetzt nicht mit den Rechnen, weil mit den Funktionen rechnen. Genau, lass mal einführen, Rechenoptionen. Sowas wie Negate, ja? Ja. Frage. Ja. Hast du gesagt, dass das Star, das geht nur, wenn die schwarze Kante war? So. Das heißt, dann ist die Datenstruktur jetzt ja richtig gewählt, dass genau. Ich jetzt was repräsentieren kann, was eigentlich jetzt nicht vorgesehen ist, wenn ich hier einen schwarzen Mann habe. Genau, das ist jetzt noch viel generischer, damit können wir nicht nur Hackenbusch untersuchen, sondern alle rundenbasierten zwei Spiele ohne verborgene Informationen und ohne Zufallselemente. Alle, insbesondere halt diese Variante von Hackenbusch. So, addieren ist einfach die Menge zusammen. Es ist ein bisschen komplizierter. Machen wir in einer Sekunde kurz erst noch negieren. Ja? Negieren war Minusrechnen. Aus 1 wird minus 1, aus 1,5 wird minus 1,5. Wie geht das? Genau, vertauschen. Noch eine Kleinigkeit machen, nämlich. So ist noch nicht ganz richtig. Ja. Ja, klar, die Spielsituation sind es ja. Genau. Es muss ja wirklich alles symmetrisch getauscht werden. Nicht nur das, was gerade im ersten Zug möglich ist, sondern auch was von dort aus gesehen möglich ist und was von dort aus gesehen möglich ist und so weiter und so fort. Das ist negieren. Wir können das auch checken, indem wir so, jetzt schauen wir uns One an, das sieht so aus. Zum Vergleich, Neg One sieht so aus. Und nochmal zum Vergleich, das Gegenteil von 1 sieht exakt gleich aus. Ja, die ist tatsächlich nicht ganz so leicht. Hängt damit zusammen, dass es so eine krasse Anzahl von Games gibt. Ja, aber mit ein bisschen Mühe könnte man natürlich schon was Brauchbares praktizieren. Lasst uns jetzt die Addition formulieren. So, das soll so sein. Ich habe jetzt gerade keine Lust, die Num-Klasse wirklich zu instanzieren, weil ich Absolutbetrag und Signum nicht gut machen könnte. Für Multiplikation ginge sogar. Okay. Okay, das ist jetzt folgende Situation. Wir haben zwei Spiele, X und Y. Bei beiden Spielen ist verzeichnet, was die Option für den linken und für den rechten Spieler wäre. Das ist das, was der linke Spieler machen kann, das ist eine Liste von Games. Das ist das, was der rechte Spieler machen kann. Und bei der Situation genauso. Das Plus fügt jetzt zwei Spielsituationen unabhängig voneinander zusammen. Das ist so wie bei Hackenbusch wirklich, man hat links schon so eine Situation und rechts. Und jetzt mache ich die einfach. Herrucke sie ein bisschen näher zusammen, mache ein Kästchen gleich außen drum und sage jetzt, das ist meine neue Spielsituation. Jetzt können wir uns überlegen, welche Züge linker und rechter Spieler tätigen kann. Gehen wir es mal durch. Erstmal, was kann der linke Spieler? Der Vorschlag, was der linke Spieler machen kann? Ja, alles, was er aus dem Linken machen kann und alles, was er aus dem Rechten machen kann. Genau. Und zwar ein bisschen präziser noch, er muss sich für eine der beiden Teile des Spiels entscheiden.
Und wenn er sich entschieden hat, kann er sagen, okay, in dem Teil möchte ich einen Zug machen, oder er kann sich entscheiden und in dem Teil einen Zug machen. Okay, das würde ich so schreiben. Das ist jetzt Proper-Listen, also die Listen quasi als, wie nennt sich das? Non-Determinismus. Genau, ja. Ja. Aber es ist, also stimmt auf jeden Fall, aber es ist nicht so wichtig. Also diese Sichtweise jetzt. Aber stimmt natürlich. Also wir gehen hier alle Möglichkeiten durch, was der Spieler, was der linke Spieler in dem weiter links stehenden Spieler auch machen kann. Okay, und in so einen Zug kann er halt ziehen. Und das rechte Teilspiel bleibt davon aber völlig unbeeinflusst. Es gibt noch eine Möglichkeit, was der linke Spieler macht. Nämlich, er könnte sagen, ich habe keine Lust, in dem Spiel hier einen Zug zu tätigen. Ich möchte lieber in dem Spiel einen Zug tätigen. Dann sähe es so aus. Nicht Y R, sondern Y L, sorry. Also, wir gehen alle Möglichkeiten durch, die der linke Spieler in diesem Spiel hier hat. Wir nennen all diese Spielmöglichkeiten, all diese Zugmöglichkeiten Y'. Okay, und was ist dann die neue Situation? In diesem Spiel hier zieht er zu dem neuen Zustand Y', und in dem anderen Spiel bleibt er halt. Weil er kann nicht zwei Züge gleichzeitig. Du musst eventuell noch den Blinddarm erklären, wenn die jemand noch nicht kennt. Genau, das ist richtig. Aber, also, können jetzt auch Leute nachfragen. Das ist eine Listenkomprehension. Und das Tolle ist, es ist genau die Notation, die man in der Mathematik kennt, für Mengen. Ja? Also, wenn das jetzt geschweifte Klammern wären, dann würde ich das so vorlesen. Die Menge all der x' plus y, wobei x' beliebig aus dieser Menge ist. Jetzt ist halt Listen. Aber da hast du jetzt kein Problem, wenn es eine Liste ist und du halt die gleichen in beiden hast? Oder? Nee, genau. Die Daten, also die Kodierung, diese Datenstruktur ist auch nicht besonders toll. Man sollte lieber Mengen nehmen und so, aber ich bin zu faul. Also das ist einfach nur kein Problem, also kein echtes Problem. Nee, kein echtes Problem. Es ist halt alles langsamer dann, aber sonst gibt es kein Problem. Also es ist doppelt wahrscheinlich. Ist es hier übrigens überhaupt sinnvoll, die Konkatenation zu betrachten, weil wenn die Menge x unendlich ist, dann hast du x eine unendliche Liste und dann kommen da die Elemente von der rechten Kante. Gar nicht vor, ja, das stimmt. Also ein Schritt besser wäre sowas wie einen Merge-Operator zu nehmen, der abwechselnd aus den beiden Listen. Genau, aber ich finde, das ist immer noch nicht perfekt, weil eigentlich müsste sich jemand mal die Mühe machen und richtig viel Gehirnschmalz investieren und eine gute Theorie in Haskell entwickeln für unendliche Games. Wir werden das jetzt nur für endliche Games machen. Das ist das gleiche Problem, was du mit der Logikmonade hast, wo du versuchst, Prolog nachzubilden mit einer Monat. Genau. Und da haben die auch verschiedene Implementationen, genau. Tiefensuche, Breitensuche. Ja, genau. Das ist jetzt hier die Tiefensuche. Genau, und hier, ja richtig. Und hier wird es halt nochmal eskaliert, weil es halt so viele Games gibt, ne? Also mehr als in eine Menge reinpasst. Und da gibt es einfach Schranken, wie weit ein Computer damit umgehen kann. Das Problem bei der Tiefensuche ist halt, du findest halt nicht in endlicher Zeit ein gutes Ergebnis, auch wenn du abbrichst. Ja, genau. Ich kann das Problem zeigen, wir versuchen halt jetzt die irgendwie durchzunummerieren, durch eine schöne Zahl oder so. Ja. Und es wird wahrscheinlich wie das Problem irgendwie eine andere ökonomische Nummerierung, die wir auch nicht geben. Ja. Das heißt, man bräuchte diese Syntax, die einmal laut hat. Genau. Und also bei Ordinalzahlen und so eine Zahl, die sind viel kleiner, da wurde das schon alles wohl untersucht. Das heißt, Ordinalnotation. Das ist also die Frage, wie man Ordinalzahlen hinschreiben kann. Okay, und das ist ein schwieriges Problem und es gibt da Grenzen. Das finde ich ganz faszinierend, ich kenne mich leider damit nicht aus, aber es gibt, also Ordinalzahlen werden halt auch so riesig und von denen gibt es so viele, dass es immer schwieriger wird, einfach auch mathematisch die präzise hinzuschreiben. Ja? Und bei solchen Zahlen ist es einfach noch krasser. Deswegen braucht man da wirklich jemand mal mit Gehirnschmalz. Aber ich finde, es sollte möglich sein, und zwar in einem approximativen Sinn. Ich meine, Computer können ja auch nicht in endlicher Zeit mit beliebig vielen Nachkommaziffern rechnen, bei reellen Zahlen. Sie können immer mit so und so viel rechnen oder auch mit so und so viel, aber nicht mit allen. Ne? Das kann ein Computer in endlicher Zeit nicht. Und genauso sollte es hier auch sowas geben. Ich würde irgendwie gerne approximative Prozesse haben, die immer besser, wenn man ihnen mehr Zeit gibt, mehr Präzision zur Verfügung stellt, dass sie dann bessere Näherungen geben.
aber dass er quasi rein prinzipiell so potenziell und mit potenzieller Unendlichkeit umgehen kann. Zu meinem besten Wissen aber wurde es einfach nur nicht gemacht. Und heute im Vortrag passiert das auch nicht. Das ist einer von euch. Ja. Ich habe auch noch zwei Syntaxfragen. Gerne. Nicht inhaltlich, sondern passend. Alles klar, ja. Und zwar einmal der Endoperator. Ja, yes. Das hätte ich schon erklären müssen. Also, der Endoperator, der schaut in das X hinein und gibt den beiden Teilen, aus dem X besteht, nämlich XL und XR, jeweils einen Namen, nämlich XL und XR. Das heißt, die Teile, die drin sind, gleichzeitig, alles hat zur Verfügung. X ist das Spiel selbst, XL ist die Liste der linken Möglichkeiten in dem Spiel und XR ist die Liste der rechten Möglichkeiten in dem selben Spiel. Du musst oben den Konstruktor anschauen, der das bildet einfach nur das ab und das weiß es quasi. Also XL ist dann left und XR ist right, der macht Pattern Matching dann. Genau. Und woher weiß ich jetzt, dass X vom Typ Game oder vom Typ SK Game ist? Das weiß ich halt, dass einfach letzter Unterschied. X ist einfach das Ungematchte, das Ganze. Und genau, aber du hast völlig recht, weil das rechts davon steht, MK Game, kann Haskell erschließen, dass X wohl vom Typ Game sein muss. Okay. Ja, im Prinzip steht ja da dran, was X plus Y ist. Genau. X plus Y ist dies und jenes. Also ich hätte quasi auch so anfangen können. X plus Y ist gleich MK Game. So, und jetzt merke ich, wenn ich das hier gerade tippen will, merke ich, ach Mist, ich brauche eigentlich Zugriff auf, wie X und Y aufgebaut ist. Ah, das ist so ein Introspection-Ding für Definition. Genau. Ich hätte hier auch dann überall schreiben können, Left X. Das würde mir auch alle Möglichkeiten des linken Spielers X liefern. Und ich hätte dann weiter später schreiben können, Right X oder sowas. Aber es wäre halt länger gewesen. Ja. Pattern-Matching über die Struktur des Daten gibt. Genau. Okay, und die zweite Frage ist zu dem, also du definierst hier einen Infix-Operator. Ja. Und diese zwei Spitzenklammern. Ja. Sind die also, braucht man die immer, wenn man einen Operator definiert, oder sind die allgemein, dein Operator sieht jetzt einfach aus? Nee, mein Operator sieht jetzt einfach so aus, aber es hat sich so ein bisschen eingebürgert in Haskell, wenn man einen Operator definiert, der was mit Addition zu tun hat, aber nicht unbedingt die Addition ist, dann mache ich Spitzenklammern. Ah, okay. Aber ist nur so, ja. Und wenn er symmetrisch ist? Und wenn er symmetrisch ist, genau. 6 ist Präzedenz. Generell alles, was 6 ist das Präzedenzlevel, genau. Und die 6 fällt nicht vom Himmel, sondern ich habe vorher nachgeschaut, wie viel denn der echte Plus-Operator die Präzedenz hat. Der hat auch 6. Und er ist auch links assoziativ. Und das habe ich genau übernommen. Alles, was nur aus Symbolen besteht, ist automatisch infix. Das ist so ein. Jede Funktion, die nur aus Operatoren, aus Symbolen besteht. Ja. Okay, und bei der Präzedenz ist es so, je höher die Zahl ist, desto niedriger ist die Präzedenz, oder? Je höher die Zahl ist, desto, muss man nachschauen, genau, ist die. Desto stärker ist die Bindung. Ah, okay. Ja, Funktionsapplikation ist außerhalb, ist irgendwie bei 10 oder 11. Und dann kommt. Achso, direkt zwei Sachen ineinander schreiben, genau. Ja, ja, das hat die höchste. Die ist halt einfach nicht definiert, sondern immer genau. Die höchste und dann kommt. Was kommt danach? 9 hat. Nee, Dollar hat 0. Dollar ist die kleinste. Muss ja schwarz sein, ja. Das ist genau. Die Existenz. Macht das Sinn, dass das. Also natürliche Zahlen sind ja nicht ganz klar? Das ist ein generelles Problem, das ist nicht gelöst. Das ist das Problem, dass wenn du zwei verteilen, also du willst eine Ordnung schaffen, aber verschiedene Leute können unabhängig voneinander Elemente der Ordnung definieren. Das einzige, wie man das praktisch lösen kann, ist mit ganzen Zahlen, die halt beliebig irgendwie definiert sind. Ja. Also das schon, oder? Ja, es hängt ganz, ganz viel damit zu tun. Ja. Nur bei Games bricht das ein bisschen zusammen, aber vielleicht kann ich das verraten, aber wir müssen dann wirklich weitermachen. Also wenn du so ein Game hast, ja, bestehend aus linken Möglichkeiten und rechten Möglichkeiten. Und sagen wir jetzt mal, dass wir uns auf surreale Zahlen beschränken. Also nicht so das ist da. Ja? Okay, dann gibt es folgende Merkregel, die man präzisieren kann. Wenn ein Game besteht, also eine surreale Zahl besteht aus einer linken Menge und rechten Menge. Repräsentiert die einfachste Zahl, die größer ist wie alle Zahlen hier drin und kleiner wie alle Zahlen dort drin. Und man existiert kann es doch, so eine Zahl immer? Ja, im Zahlenbereich der surrealen Zahlen schon. Ah. Und einfach hat eine präzise Bedeutung. Es ist so, die 0, das war ja unsere erste Zahl, unser erstes Game, was wir hinschreiben konnten. Weil um ein Game hinzuschreiben, brauchen wir eine Liste von Games. Am Anfang haben wir nur die leere Liste von Games. Deswegen sagt man auch, dass diese Zahl hier geboren wird am Tag 0. Geboren am Tag 0. Man beginnt bei 0 mit der Zählung. Ja? Die definiert sich tatsächlich durch ihre kompletten, durch alle anderen quasi. Durch die zwei Mengen. Durch die zwei Mengen, ja.
Genau. Also sind surreale Zahlen tatsächlich die Lösung für das Problem? Ja, nur, also quasi ultimative Lösung für das Problem. Ja. Vielleicht würden rationale Zahlen schon genügen. Ja. Also Kommazahlen, also Brüche. Ja. Die beiden Zahlen sind am Tag 1 geboren, ja? So wie die. Einfach weil nach dem Tag 0 hatten wir die Zero zur Verfügung, konnten damit diese Zahlen bauen. Okay, und das hier ist geboren am Tag 2. Denn um es hinzuschreiben zu müssen, brauchten wir 1 und 1 war am Tag 1 geboren. Ja? Und so hat jede surreale Zahl ihr eindeutiges Geburtsdatum. Und die einfachste Zahl ist gemeint die mit dem frühesten Geburtsdatum. Also sind quasi surreale, also sind reelle Zahlen absolut im Sinne, die sind absolut von ihrer Einordnung her und surreale Zahlen sind relativ zu den anderen surrealen Zahlen. Oder? Also, ich bin nicht ganz sicher, ob ich dabei richtig verstanden habe, aber ich beantworte mal, nämlich die reellen Zahlen. Ja. Vorher noch, also es gibt Zahlen Tag 0, Tag 1, Tag 2, Tag 3, Tag 4, Tag 5. Aber es wäre jetzt so langweilig, wenn wir jetzt bei 1 Milliarde aufhören würden. Ne? Man macht immer weiter. Und wenn man immer weiter gemacht hat, dann macht man nochmal weiter. Also wenn man alle Zahlen zusammennimmt, die man an endlichen Tagen erschaffen hat, dann kann man die ja wieder verwenden, um neue Zahlen zu bauen. Und die Zahlen, die man dann baut, die ja, davon die einfachsten, die sind am Tag Omega geboren. Dann hat man wieder neue Zahlen. Und die kann man verwenden, um Zahlen zu erschaffen, die dann am Tag Omega plus 1 geboren sind. Und Omega plus 2, Omega plus 3 und so weiter. So, und die reellen Zahlen, viele davon gibt's schon, werden schon zu endlichen Zahlen geboren, sowas wie ein Achtel oder sowas, das wird jetzt gleich demnächst geboren. Aber andere reelle Zahlen, die werden nicht. Doch, ich weiß noch nicht gerade, ob Omega oder Omega plus 1, weiß das jemand? Okay, also allerspätestens werden alle reellen Zahlen am Tag Omega plus 1 geboren. Also auch sowas wie Pi und die euren Zahlen. Ja, genau. Und auch schon ein Drittel zum Beispiel wird zu Tag Omega geboren. Es gibt einen Stammbaum von so reellen Zahlen. Wir müssen dann wirklich weitermachen, ja? Aber ganz kurz. Übrigens, angenommen, ich wäre Schüler, wo kann ich all solche interessanten Themen lernen? Nein, das kommt jetzt keine Eigenwerbung. So, das ist Stammbaum. Weiß jemand in MOOC-PDF, wie man rotiert? Schiff oben? Das ist MOOC-PDF. MOOC mit R wahrscheinlich. Habe ich gedrückt. Also mit, du bist Zartuber, aber nicht MOOC. Ja, hat mir Maxi auch schon gesagt. Okay, Sudo. Ja, so. Ich habe ja hier auch eine Bilddatei, oder? Und die kann ich aufmachen in XLI und in XLI. Nein, in Fee. Habe ich nicht. Stammbaum der sollen Zahlen. So, hier. Ja, die ist sogar schon richtig cool. So, also wir sehen. Ja. Kommt der Browser wieder mal. Der geht nach links, nach rechts, ja? Das ist ein Feature von dem Bild. So, die 0 ist am Tag 0 geboren. Die 1 am Tag 1. Die 2 nochmal einen Tag später. Auch genauso am Tag 2 ist geboren, okay, ein halb. Ja? 3 Viertel und 1 Viertel sind nochmal später geboren. Und so geht es jetzt immer weiter. Ich überlege gerade, ob man Versionsnummern so darstellen kann. Und am Tag Omega, also nach allen endlichen Tagen, wird geboren Omega. Aber auch Pi und E und Wurzel 2 und 1 minus 1 ist Omega, was wir vorhin hatten. Und nach Tag Omega geht es dann weiter. Am Tag Omega plus 1 werden zum Beispiel geboren Omega minus 1 und Omega plus 1. Und sowas wie Omega halbe wird geboren am Tag Omega mal 2. Also man wartet 2 Enden der Zeit ab, dann hat man die Zahl Omega halbe. Nochmal, die Definition von Omega war endlich viele, aber irgendwie groß. Also um die Frage wirklich beantworten zu können, muss ich nochmal eine Sache präzisieren. Da steht Omega und da steht Omega. Aber das sind zwei verschiedene Bedeutungen des Self-Symbols. Hier rechts, die Tage werden durchnummeriert durch die sogenannten Ordinalzahlen. Von denen gibt es auch keine Kommazahlen. Die fangen so an. 0, 1, 2, 3, 4. 100.000, 1 Milliarde, eine Fantastilliarde und so weiter und so fort. Jetzt warte ich ab bis zum Ende der Zeit. Dann kommt Omega plus 1, Omega plus 2, Omega plus 3, bla bla bla. Omega plus 1 Milliarde, Omega plus 1 Fantastilliarde. Jetzt warte ich ab bis zum Ende der Zeit. Dann kommt Omega mal 2.
dann kommt Omega mal 2 plus 1, Omega mal 2 plus 2 und so weiter. Hast du das Prinzip verstanden? Also das ist irgendein Punkt der Unendlichkeit. Ja, und dann... Endlich aber fest. Ja, ja. Aber also schon, also stell dir die Zahlen gerade vor. Jetzt tut gedankliche Zahlen gerade schrumpfen, sodass sie von hier bis hier geht. Ja. Zum Beispiel, indem du sie in so einen magischen Bus packst aus Harry Potter, der von außen nur 10 Meter lang ist, aber an beiden und innen unendlich lang. So, jetzt geht die reelle Zahlen gerade eben aus der Schule kennt von hier bis hier. Da ist minus endlich, da ist plus endlich. Und Omega ist hier. So, hier auf der linken Seite sehen wir den Stammbaum der surrealen Zahlen. Da gibt es auch etwas, was Omega heißt. Es wird geboren am Tag Omega. Aber der Unterschied bei den surrealen Zahlen ist, da gibt es auch Kommazahlen. Omega plus ein halb, Wurzel aus Omega, Omega halbe, Omega neuntel. Ja? Aber der Unterschied bei den surrealen Zahlen ist, da gibt es auch Kommazahlen ja. Von dem Omega. Ja, ja, genau, genau. Okay, Omega, Komma 3. Wo wäre jetzt der Stern? Kommt der da auch vor? Der kommt nicht vor, weil das ist keine surreale Zahl des Sterns, das ist nur ein Game und das war nur der Stammbaum der Games. Der Stammbaum der Games ist nochmal viel komplizierter, ich kenne den noch gar nicht auswendig. Okay, so. Addieren waren wir stehen geblieben. Ja, ganz kurz noch. Was sind die Möglichkeiten für den rechten Spieler? So, der rechte Spieler, der hat die rechten Optionen zur Verfügung. Ansonsten genau gleich. Hier vorne gehen wir die Möglichkeiten durch, die entstehen können, wenn sich jetzt der rechte Spieler entscheidet, in dem vorderen Teilspiel zu spielen. Dann ist das andere Teilspiel bleibt genau gleich. Und das vordere Teilspiel, was ehemals den Wert x hatte, hat dann den Wert x', wobei x' eben einer der möglichen Ergebnisse ist. So. Und jetzt können wir, wenn wir das Plus haben, können wir also was rechnen wie 1 plus 1. Und da kommt jetzt ein langer Ausdruck raus, den wir jetzt nicht vereinfacht haben, aber das wird eine sinnvolle Definition von 2 sein, ja, wenn wir es schon definiert haben. So. Und jetzt, jetzt kommen also die schwersten 10 Minuten des Vortrags und wir hören dann auch kurz danach auf. Jetzt müssen wir 4 Prädikate formulieren, nämlich is first player win, dann is second player win, is left player win und is right player win. Das sind alles Funktionen, ich schreibe mal von der ersten die Typsignatur hin, die nimmt ein Spiel und gibt einen Bool zurück und zwar soll die zurückgeben, ob der erste Spieler oder der zweite Spieler, der als erstes langkommt oder zweites langkommt, oder der linke Spieler oder der rechte Spieler, ob jeweils eine von denen eine Gewinnstrategie besitzt. Wie vorhin, Gewinnstrategie heißt, wenn er sich konzentriert, dann kann er einen Sieg erzwingen. Egal, was der andere Spieler macht. Okay? Und das müssen wir jetzt kurz definieren. Und wir kürzen ein bisschen ab aus Zeitgründen. Nämlich, ich kopiere das. Zum Beispiel das kopiere ich. Und zwar ist Left Player. Und anstatt das also jetzt herzuleiten, überlegen wir nur, dass es Sinn ergibt. Ja? Ich rück nur mit einem Leerzeichen ein, damit es hier drauf passt. Okay, jetzt. Danke. Brauchst du noch mehr Arbeit für dich? Ja, ja, aber. So, ich mach das. Okay. Kennt ihr Any und All in Haskell? Kurzer Check, ja? Achtung, Punkt hier weg. All hat diesen Typ. All kann ich ein Prädikat übergeben, zum Beispiel die Bedingung, dass x durch 2 teilbar sein soll. Und dann eine Liste von Zahlen. Und, sorry, falsche Sprache. Und dann wendet all das Prädikat auf jedes Element in der Liste an. Und schaut also auf alle Elemente in der Liste das Prädikat erfüllen. Das wäre hier nicht der Fall, aber wenn wir schreiben 2, 4, 10, dort schon. Und any ist genau dual dazu. Für any genügt es, dass schon ein Prädikat, ein Element in der Liste das Prädikat erfüllt. Eine der Zahlen hier ist gerade. Auch jetzt ist immer noch eine Zahl gerade, mindestens eine, deswegen ist es schon. Das ist ja fast wie für Kleinbuchstaben. Ja, ja, richtig, genau. Hier noch ein Spezialfall. Was passiert, wenn ich Enter drücke? Leere Liste? Das ist true. Weil alle Elemente in dieser leeren Liste sind gerade. Genauso wie alle Elefanten in diesem Raum Pi auswendig können. Ist eine trivialerweise wahre Aussage. Es ist eine wahre Aussage. Was ist any davon?
Any ist false. Denn es gibt nicht mindestens ein Element in der Liste, was das Prädikat umfüllt. Okay, und was steht jetzt hier? Damit der linke Spieler gewinnt, damit der linke Spieler eine Gewinnstrategie hat, müssen zwei Sachen erfüllt sein. Zum einen muss es für den linken Spieler in der Liste der Spielzüge, die er tätigen kann, XL, muss es mindestens einen Zug geben, der dann ein Sieg für den zweiten Spieler ist. Denkt euch das durch, ich sag's nochmal. Damit diese Situation XLXR ein Sieg für den ersten, für den linken Spieler ist, muss es in der Liste der Möglichkeiten, was der linke Spieler machen kann, mindestens einen Zug geben, der dann ein Sieg für den zweiten drankommenden Spieler wäre. Warum? Wenn ich als linker Spieler jetzt eben diesen Zug tätige, was mir das Any liefert, dann bin ich also jetzt in einer neuen Spielsituation und der andere Spieler ist dran. Der andere Spieler, der rechte Spieler. Das heißt, der ist jetzt der, der anfängt, der ist Spieler Nummer 1, ich bin Spieler Nummer 2, weil ich schon einen Zug getätigt habe. Okay, und dann möchte ich natürlich, dass der Zug, in den ich da eben ihn reingebracht hat, ein Gewinn ist für den zweiten Spieler, der bin nämlich ich. Okay. Und hier, geht das durch, da habe ich das R vergessen. Es kann ja auch sein, dass der rechte Spieler hier anfängt zu spielen. Auch wenn der rechte Spieler anfängt, soll ja trotzdem insgesamt der linke Spieler gewinnen. Ja? Eine Gewinnstrategie haben. Deswegen muss es so sein, dass egal in welchen Zug, in welchen Zustand der rechte Spieler zieht, egal was er sich aussucht, der Zustand, der rauskommt, wird immer ein Gewinn für den ersten Spieler sein. Der erste Spieler ist, nachdem er gezogen ist, nämlich wieder der linke Spieler. Okay? XR sind immer die Zustände, die der rechte Gewinn von XR ist doch dann rechts. Oder? Nein, weil sobald... First Player ist man selber gerade quasi und XR sind dann die Sachen, die danach kommen. Genau. Das ist wirklich, man muss ständig umdenken, weil auch First und Second ändert sich ständig. Ja, gut, jetzt haben wir es ja, dann können wir danach ist ja egal. Weil richtig, genau. Ich würde auch vorschlagen, aus Zeitgründen kopiere ich jetzt einfach die anderen Definitionen rein. Aber ihr seht, wenn man sich quasi wieder 10 Minuten konzentriert pro Fall, kriegt man es hin. Ja. Ja, das ist ja jetzt einfach andersrum. Für alle Leute, die Informatik studieren oder vorhaben, mal Informatik oder wie zu studieren, genau das kommt sogar auch mal dann in das Kind der Struktur. Also da zwar nicht mit der Haskell-Notation, aber zumindest halt. Cool. Ja, ganz am Ende. Der Teil, wo man nicht mehr mitliest, nicht mehr mitlernt und nicht mehr in die Vorlesung geht und die letzte Aufgabe einfach auf 0 Punkte kommen lässt, weil man hat keinen Bock mehr. Okay. Und jetzt können wir zum Beispiel definieren, nachdem wir also diese Prädikate haben. So, ich mache die auch ein bisschen übersichtlicher. So. Weil wir müssen die jetzt nicht anschauen, ja? Wir vertrauen darauf, dass ich das vorab wichtig gemacht habe. Jetzt können wir ein Prädikat definieren für, ob ein Game 0 ist. Man kann die alle so definieren. Ja, ja. Und rekursiv dann halt. Ja, ja, alle verschränkt rekursiv. Festgelegt. Performance. Mathematik. Ja, genau. Okay, wann ist ein Game 0? Erinnert ihr schon die Merkregel von vorhin? Wenn keiner einen Vorsprung hat, das heißt, wenn beide Gewinnstrategien. Nee, wenn welcher Spieler? Links plus rechts gleich dem Zero-Game, das wir vorhin als Konstante definiert haben, ist. Genau, aber was macht die Merkregel? Wenn der zweite Spieler. Wenn der zweite, genau. Das heißt, is zero is second player win. Und was macht ein erfahrener Haskell-Programmierer, wenn er diese eine Zeile Code sieht? Kann ich Eta reduzieren, ne? Oder Eta expandieren? Eta reduzieren, ne? Genau, also muss ich beides mal das nächste schreiben. Das ist zero. Wir können jetzt auch hinschreiben, is fuzzy. Das ist, wenn der erste Spieler Strategie besitzt. Oder ist positiv, das ist, wenn der linke Spieler eine hat. Ne? Also ich hätte die auch von Anfang an anders nennen können. So. Und jetzt können wir das zum Beispiel prüfen. So, ich hatte irgendwo ein G drin. Wow. Da, weg die. Ja, ja, genau. Erfahrene Programmierer schreibt das auch anders. Okay, zum Beispiel ist positiv 1. Jupp. Das Gegenteil von 1 ist nicht positiv, aber es ist negativ. Und ist fuzzy star?
Okay. Das heißt, jetzt können wir von jedem Game, was, wenn wir erstmal eine Beschreibung des Games hier drin haben, entscheiden, ob, also welcher von den vier prinzipiell mitspielenden Spielern, es sind nur zwei, ne, aber es gibt vier Rollen, gewinnt oder nicht gewinnt. Okay, und jetzt können wir für alle möglichen Spiele, können wir einfach versuchen, das Spiel zu formalisieren. Und eine Möglichkeit, was wir jetzt gerade noch schnell machen können, ist das Streichholzspiel. Streichholzspiel ist folgendes, am Anfang liegen 20 Streichhölzer auf dem Tisch. Die beiden Spieler dürfen, kommen abwechselnd dran und dürfen immer höchstens drei und mindestens ein Streichholz wegnehmen. Okay? Sie müssen immer mindestens eins und dürfen höchstens drei Streichholz wegnehmen. Verloren hat der, der nichts mehr machen kann. Wie sonst auch in der ganzen Team. Okay? So. Streichholz N. Das wäre die Situation, wenn es N Streichhölzer insgesamt auf dem Tisch liegen momentan. Und wir wollen jetzt formalisieren, welche Möglichkeiten der linke und der rechte Spieler haben. So, die haben auf jeden Fall dieselben Möglichkeiten bei diesem Streichholzspiel jetzt, ja? Beide vom Abwechseln dran, aber haben immer dieselben Möglichkeiten dazu. Das macht den Unterschied, wer anfängt. Ja, das macht einen Unterschied, genau, aber beide hätten grundsätzlich dieselben Möglichkeiten in diesem Spiel. Anders als bei Hackenbusch vorhin, da gab es blaue und rote Kanten, das heißt, der blaue Spieler durfte nur seine blauen Kanten machen, der rechte nur seine roten. Aber jetzt bei dem Streichholzspiel darf jeder zwischen 1 und 3 Streichholzen wegnehmen. Das ist, es hängt natürlich schon davon ab, wer jetzt gerade dran ist, aber grundsätzlich stehen beide Spieler immer dieselbe Zone. So. Am Anfang, danach nicht mehr, aber danach passieren Entscheidungen. Ja, ich meine, danach ist er nicht mehr dran, danach ist der andere dran, aber trotzdem ist es grundsätzlich so, dass alle Spieler, wenn sie dran wären, wenn sie gleichzeitig dran wären, könnten sie dasselbe machen. Das ist nicht Teil von so einem Zustand. Also, wer dran ist. Genau, ja. Also bei Schach ist es nicht so. Denn wenn ich schwarz spiele, kann ich nicht die weißen Steine bewegen. Ach so, der nächste. Aber bei einer Variante von Schach, wo ich sowohl meine als auch seine Steine verändern kann, da wäre es das so. Ja? Okay, so, wie machen wir das? Wir brauchen die Zahlen zwischen n-3 und n-1. Das ist nämlich die neue Anzahl Streichhölzer, die auf dem Tisch liegt, nachdem der Spieler einen Zug gezahlt hat. Mindestens n-3, höchstens n-1. Kleine Sache noch, größer gleich 0. Okay? So. Und, okay. Und größer gleich 0 bräuchte man jetzt die Comprehension gar nicht. Könnte wahrscheinlich einfach nur die... Genau. So, und was liegt danach auf dem Tisch? Nicht die Zahl n', sondern das Streichholzspiel mit n'. Das ist doch mit du und Garsch. Ich nenne jetzt Streichholz um in Strö, damit das besser aufs Blatt passt. Ja? So Filter nehmen? Genau, ich könnte auch Filter nehmen, das sähe auch schöner aus. Match ist vielleicht keine so gute Idee. Ja, stimmt, eigentlich auch nicht meistens. Ja. Genau, aber ihr kriegt das jetzt. Strö steht jetzt für Streichholz. So könnte ich das auch machen, ich glaube, das untere sieht ein bisschen schöner aus. Aber es ist das gleiche, ja? So, können wir testen. Wenn 0 Streichhölzer auf dem Ding liegen, dann ist es genau dieselbe Situation wie beim Zero-Spiel. Wenn ein Streichholz drauf liegt, dann ist es, glaube ich, dasselbe wie Hammer noch bei Star, oder? Genau. Beide Spieler können diese Streichhölzer wegnehmen, danach hat der andere verloren. So, und jetzt können wir uns anschauen, wie das mit Gewinnstrategien aussieht. Zum Beispiel ist First Player Win Streichholz 0? Nein. In der Situation, wo am Anfang 0 Streichholz drauf liegen, gewinnt der erste nicht. Der zweite gewinnt. Okay, was ist, wenn ein Streichholz drauf liegt am Anfang? Ja, dann kann der erste Spieler gewinnen. Er nimmt diese Streichholz weg und dann sind keine mehr da. Wenn der zweite Spieler drankommt, verliert er. So, das geht jetzt so weiter. Bei 4 gibt es wieder eine Änderung. Aber jetzt mal eine blöde Frage. Man kann da jetzt nicht das Spiel eigentlich einfacher darstellen, weil die beides gerne machen können. Das ist ja unterschiedlich, ja. Weil meine sind sie lila und rot. Richtig, genau. Ja, und jetzt nicht, deswegen habe ich hier auch dieselben Optionen aufgeführt, aber ich wollte die Bibliothek quasi generisch halten, sodass sie mit allen Spielen klarkommt. Also ist das dieses wer ist das erste Spiel Hopscotch? Nee, Hopscotch ist das. Das hieß. Hackenbusch, genau. Das ist Hackenbusch tatsächlich gleich verteilt, also fairer als das Streichholzspiel. In der sich. Zumindest für kleine. Aber ich meine, bei Hackenbusch kommt jede beliebige Zahl als Wert raus. Und sogar jedes beliebige Game, ja.
Und es gibt ja sogar sowohl Games, die positiv sind, auch solche, die negativ sind, als auch solche, die null sind, als auch solche, die quasi zu null sind. Also es kommt, das ganze Spektrum vor. Deswegen ist ein bisschen skeptisch, dass es fair ist. Lasst uns noch was schauen. Ist First Player Win so von 0 bis 20? Und da sehen wir jetzt, das wird immer langsamer, ne? Das ist, jetzt haben wir eben die komplette Übersicht, ob der erste Spieler eine Gewinnstrategie besitzt. Im Fall 0 Streichschütze nein, da ja, da nein, da ja, da nein und so weiter und so fort. Es ist absolut regelmäßig. Immer 3 True, dann 1 False. Ja, ich meine, also die Laufzeit, die ist super schlecht jetzt gerade. Probier es mal, du kannst es dann rausfinden, wie lange die Abstände sind. Ja. Das ist zumindest O von N und O von N Quadrat. Ja, oder, schnell, oder, halt oder, oder N hoch, N hoch, N hoch. Aber es kam kurz der Bericht noch zwischendurch ab. Ja, genau. Wenn es beides True ist. Ja. Wegen Any und All. Ja. Also du musst aufpassen, weil Any und All sind nämlich nur, ich glaube, nur in einem der beiden Argumente lazy und im anderen strikt oder so. Okay. Nee, warte, Any hat nur ein Argument. Ja, Any das Prädikat und die Liste, aber. Ja. Du musst auch aufpassen, was da strikt und lazy. Ich würde jetzt eher so ein bisschen ein Resümee ziehen. Ihr werdet das nächste Mal weitermachen, je nachdem, was ihr wollt, weil wir wollen auch einen anderen Vortrag sehen. Aber ich will noch ein bisschen die Gedanken ordnen, die wir jetzt gesehen haben. Ja? Also wir haben uns recht viel Zeit genommen, um die Sorrenzahlen Zahlen kennenzulernen. Ein fantastischer Rechenbereich, wo es sowas wie 1 nicht unendlich gibt oder wurzellos unendlich und sowas. Nur halt Generometer. Wir haben gesehen, dass man Spielsituationen bewerten kann mit so einer Sorrenzahl Zahl. Und zwar so, dass das Ganze kompositional ist. Wenn man 2 Spielsituationen hat, man tut die zusammen, dann ist der Wert des gesamten Spiels die Summe aus dem Wert dort und dem Wert hier. Ja? Ist Multiplikation auch intuitiv? Ja, allerdings bin ich nicht vorbereitet genug, um das gut zu erklären. Aber ja. Auch Division. So. Division durch nicht 0. Weil durch 0 geht nicht. Okay, und wir haben gesehen, wie man das in Haskell realisieren kann. Durch eben diese recht einfache und super generische Datenstruktur für Spiele. Der linke Spieler hat irgendwelche Möglichkeiten, der rechte Spieler hat irgendwelche Möglichkeiten. Und die Theorie ist halt so leistungsfähig, dass man jetzt beliebige Spiele dieser Art da fassen kann. Prinzipiell könnte man auch Schach damit fassen, nur würde kein sinnvolles Programm terminieren. Ja? Aber so ganz, ganz viele mathematische Spiele, so Streichholzspieler oder dieses Rim am Anfang, kann man damit alles wirklich sehr, sehr schön behandeln. Prinzipiell auch, aber nicht in der Praxis. Ja. Und es ist vielleicht noch eine Sache interessant, die ich nur so zum Teasern verwenden kann. Vielleicht reden wir das nächste Mal weiter drüber und sehen dann vielleicht auch ein bisschen mehr Haskell-Code. Es gibt dieses Spiel Rim vom Anfang, ja? Es gibt eine leichte Variante von dem Spiel Rim, das heißt Nim. Das sieht völlig anders aus, aber spielt sich genau gleich. Ja? Gut. Und jetzt gibt es folgendes Resultat. Jedes Zwei-Personen-Spiel ohne verborgene Information, ohne Zufallselemente, wo die beiden Personen immer dieselben Spielmöglichkeiten haben. Also nicht Schach, sondern eher wie beim Streichspiel. Jedes solches Spiel ist äquivalent zu einem Spiel von Nim. Das heißt, wenn man Nim verstanden hat, hat man alle Spiele dieser Art verstanden. Und das kann man auch noch sehr schön in das sehen, das war am Anfang das, was man mit diesen Binärzahlen gemacht hat, aber das ist das machen wir nicht mehr jetzt. Und das ist eine tolle Sache, dass man wirklich all diese, man nennt diese Spiele neutrale Spiele, dass man all diese neutralen Spiele eben verstehen kann über diese sorbellen Zahlen. Da kommt dann noch Binäraddition rein, und zwar Binäraddition ohne Übertrag, also das Leichteste, was denkbar ist. Man macht keinen Übertrag beim Addieren. Und das ist wirklich eine ganz, ganz schöne Sache. Aber ich schlage vor, das machen wir nicht mehr jetzt, sondern das nächste Mal zum Beispiel. Ja. Gut, dann danke ich euch für die Aufmerksamkeit. Dann, vielen Dank. Wie hält sich das denn zu dem Minimax-Algorithmus? Genau. Bei Minimax gibst du den Spielzügen ja wirklich noch Werte zum Schluss. Hier kommen eigentlich nie Werte, muss ich sagen, sondern du machst den Baum bis zum Ende durch und weißt dann einfach, der gewinnt oder er gewinnt nicht. Aber es ist genau dasselbe wie der Minimax. Also, ja? Solange du nicht tiefer in die Theorie einsteigst, man kann mit so einer Zahl noch ganz viel machen. Es gibt zum Beispiel eine Temperaturtheorie von Spielen. Spiele können heiß sein oder kalt, sie können sich auch abkühlen im Laufe der Zeit. Und, also kann man ganz, ganz viel machen. Aber solange du das nicht machst, ist es nur Minimax. Ja? Und tatsächlich, man hätte prinzipiell einen Vortrag anders aufziehen können und ich hätte einfach sagen können, okay, das ist eine Datenstruktur für ein Game.
So wechselt man die Sichtweisen und so finde ich raus, welcher Spieler eine Gewinnstrategie besitzt. Hätte nie was mit so einer Zahl erwähnen müssen. Ja? Das wäre schon möglich gewesen, aber halt tausendmal langweiliger. Aber was käme jetzt mit dem Tic-Tac-Toe raus? Weil da heißt ja, der zuerst geht, kann einen Unentschiedenen zwingen, aber keinen Sieg. Was käme dann raus? Weil da kann keiner den Sieg zwingen. Das ist richtig. Ist es dann positiv oder negativ? Ja, Tic-Tac-Toe, man braucht eine andere, leicht andere Theorie dafür, weil diese Theorie funktioniert nur für Spiele, wo die Siegbedingung immer die ist, oder wo die Verlierbedingung immer die ist, dass man keinen Zug mehr tätigen kann. Aber bei Tic-Tac-Toe ist das nicht, weil es kann ja auch einfach schon Tic-Tac-Toe passieren. Dann könnte ich prinzipiell noch Zug tätigen, aber das Spiel ist halt schon vorher aus, deswegen fällt das nicht in die Theorie. Man kann das alles noch ergänzen, aber ich bin kein Experte drin. Ja, das kann man auch machen. Und, ja, aber dann. Aber man würde die Siegbedingung halt bei Tic-Tac-Toe definieren. Also der den letzten Zug machen kann, der ist dann der Gewinner, der andere der Verlierer. Völlig unabhängig davon, ob er ein Tic-Tac-Toe hat oder nicht. Das ist natürlich nicht endlich des Charakters von Tic-Tac-Toe. Ganz spannend, bei Tic-Tac-Toe einfach die Liste von, also die Spielzustände und die möglichen Zustände, auf die Spiele dann übergehen. Ja. So generieren, dass quasi die Siegbedingung da die gleiche quasi ist. Also dass quasi man einfach dann, wenn der Spieler sich für eine Situation entschieden hat, wo er drei in einer Reihe hat, dass dann einfach eine Situation ist, wo der andere gar keinen Zug mehr hat. Ja, also ich glaube, man kann das geeignet informieren, sodass das reinpasst. Aber ich bin nicht schnell gut im Denken, sofort. Es gibt natürlich einen XKCD-Comic, wo einfach Tic-Tac-Toe komplett gelöst ist. Es ist auch ein etliches Spiel, ein 3x3-Spiel, es ist komplett gelöst. Ne? Man braucht keine Theorie dafür. Ne? Also man weiß schon einfach, in die Mitte setzen. Ne? Nach der Theorie muss es aber immer Gewinner oder Verlierer geben. Eben, nach dieser Theorie eben schon. Das heißt, man muss Tic-Tac-Toe spielen, dass man so lange spielt, bis es einen Gewinner gibt, was dann potenziell unendlich wäre, was dann auch nicht. Genau, richtig. Diese Theorie, so wie ich sie vorgestellt habe, kann nur mit endlich lang. Dann stellt sich aber bei Unentschieden, könnte dann der Zweite keinen Zug mehr machen. So gesehen schon, ja genau. Und, dann hätte eigentlich der Erste gewonnen. Genau, dann würde man das so quasi definieren. Aber vier Gewinn und Tic-Tac-Toe sind sich da ja dann relativ ähnlich. Richtig, ja. Allerletzte Bemerkung. Gibt es eine Darstellung von surreellen Zahlen, wo die Operationen drauf in sinnvoller Zeit ausführbar sind? Ich sag jetzt mal ja. Und sollte das eine Lüge sein, dann bist du verpflichtet, so eine Bibliothek zu erwerben. Aha. Herzlichen Glückwunsch. Ich weiß es nicht genau. Okay. Also es gibt in Java, glaube ich, gibt es eine Bibliothek dafür, die sehr toll sein soll, wo auch wirklich die Forscher verwenden, um eben Erkenntnisse dann zu ziehen. Aber ich weiß es nicht, wie toll die ist. MK, Make. Ich nenne den Konstruktor, also wenn ich einen Typ habe, Game, dann nenne ich den Konstruktor zu MK Game. Müsste ich nicht machen, weil die leben in verschiedenen Namespaces. Aber ich finde es übersichtlicher, wenn man. Weitere Fragen? Dann danke ich für eure Aufmerksamkeit. Ja?